die Arme. Na, 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 na. Ich habe ja auch immer gedacht, bei Let's Dance reicht ein bisschen mit dem Arsch hin und her wackeln und dann kannst du bei Let's Dance mitmachen. Aber verdammt, der Axt. Da war der Arsch nicht groß genug. Ich bin schlecht. Ich bin böse. Ich bin gemein. Ich sitze mittlerweile mit dem Lambi beim Frühstück und wir mögen den zum Beispiel echt gerne, obwohl ich den während der Show echt... Boah, ich fand das furchtbar. Ey, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte eine Woche lang zu diesem Lied trainieren müssen, dann hätte ich, glaube ich, wäre ich aus dem Fenster gehüpft. Stimmt. Ich war ja ein sehr großer Kritiker von Daniel ganz am Anfang. Ja, okay. Ich fand, am Anfang hat er das echt beschissen gemacht. Jetzt kommt wieder Bombe! Jetzt kommt absolut Bombe! Let's talk about Dance. Exklusive Einblicke, packende Hintergrundstories zur aktuellen Let's Dance Staffel, spannende Gäste. Der Podcast mit Profitänzer Christian Polans. Let's Talk. Herzlich willkommen zu Let's Talk About Dance, Folge 5 zu Show 4. Es war Italo Night, es war Spaghetti, es war Pizza, es war Calzone. Ja, es war aber vor allem ein Riesenspaß und umso mehr freue ich mich jetzt, dass die einzigartige Sabrina Mocky Mockenhaupt am Start ist. Ja, und da ist mir so eins bei Mocky. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ihr diesen Film, Die Tribute von Panem? Und da habe ich mir gedacht, Die Tribute von Let's Dance, Mocky Haupt. Wir werden die Sendung quasi auseinandernehmen. Ja, es gibt, glaube ich, einige Sachen, mit denen ich nicht so d'accord gehe und so, was ich von dir rausgehört habe, du auch nicht so richtig fein bist. Ja, also Chris, jetzt schon mal erstmal Hallöchen, ihr Lieben alle da draußen. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört und dass ihr alle nur wegen mir den Podcast vom Chris einschaltet, weil ihr genau meine ungeschönte Wahrheit hören wollt. Genau. Nein, Quatsch, du bist ja schon richtig ehrlich, das ist schon mal super. Aber ich hoffe, ich bin fair auch. Also ich bin nicht böse, oder? Nein. Chris, ich habe immer, also ihr lieben Leute da draußen, ich saß jeden Morgen vor der Show mit Chris beim Frühstück zusammen im tollen Savoy Hotel und auch immer den Tag danach. Und mir war Chris seine Meinung immer total wichtig, weil die ehrlich war, authentisch und so, ja, da wusste man, du bist so ungeschönt ehrlich, das finde ich gut an dir. Und du warst auch zu mir ehrlich, ja, Mocky. Wieso kannst du eigentlich noch laufen? Ich dachte, ihr hättet zu viel trainiert, aber du trainierst ja noch laufen. Irgendwas stimmt doch da bei euch nicht. Also du hast dann auch immer so deine Spitzen auch mir gegenüber gefunden. Und irgendwann wusste auch dein Orakel, so Freundin Mockenhaupt, heute hat deine Stunde geschlagen. Ich glaube, heute fliegst du. Da hast du auch recht gehabt. Aber so direkt habe ich das nicht gesagt. Nein. Nein, aber weißt du was? Man spürt das, wenn man fliegt. Also ich habe dann an dem Tag gespürt, so die ganze Stimmung von der Produktion und was viele vielleicht auch gar nicht wissen, ist ja, dass nicht die Show letztendlich immer entscheidend ist, sondern die Generalprobe. Hast du das eigentlich schon mal in deinem Podcast gesagt? Also das war ja dann immer, also die Generalprobe und die war ja bei mir immer und die war bei mir immer beschissen. Eigentlich das, war bei da erinnere ich immer dran, ja. Das stimmt. Das war immer. Da hatte ich schon Schlittern in der Butze. Ich hatte immer Schlittern in der Butze, wenn das rote Licht angegangen ist. Und wenn ich rechts rüber den Lambi sah, da wurde mir schon direkt schlecht. Also, ach Gott, jetzt kommt hier die Sonne. Erleuchtung. Siehst du, der Lambi hat sich gerade gemeldet hier vom lieben Himmel. Ja. Aber also, jetzt, wir gehen schon viel in die Details. Wollte gerade sagen. Wir wollen erstmal anfangen. Chris, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf, auch wenn ich jetzt lieber laufen würde, aber jetzt reden wir halt nochmal über Tanzen. Du kannst danach zum Laufen gehen, ja. Wir sind einfach schneller, als ich das befürchte, dass wir sind, und dann kannst du noch zum Laufen gehen. Ja, du hast mir also nochmal für euch alle da draußen, der Chris hat mir vorhin erstmal gesagt, Mocky, ich will versuchen, 1:15 mit dir zu schaffen. Also ich versuche heute auch auf den Punkt zu kommen. Und wenn der Chris nachher die Hand hebt, dann wisst ihr, ich soll jetzt aufhören zu reden und dann geht's weiter im Text. Das sehen ja die Podcast-Hörer Gott sei Dank nicht, ja? Ja, die hören ja. Und Chris, du weißt, wenn du mich einlädst, dann ist... Kriege ich dich. Dann halte ich ja kein Blatt vor den Mund. Nein, ne? das stimmt. Ja, aber... Ja. Also wir werden sicherlich noch dazu kommen. Es wird einige auch, also
wir haben gerade von Lambi und der Sonne gesprochen. So immer hat für mich die Sonne gestern nicht von Lambi geschienen. Es gab ein paar Sachen, wo ich eigentlich mit ihm ganz d'accord ging, aber es gab schon einige Dinge, muss ich sagen, in der letzten Sendung und die mich da nicht so befriedigt haben. Oder wo ich dich einfach aufgeregt hast. Na, aufgeregt. Die Aufregung ist an mir vorbeigezogen mittlerweile. In dem Moment, wo man das von außen anschauen kann, muss ich sagen, da ist man dann ja auch emotional selbst anders involviert, als wenn man da selber immer davor steht. Aber es ist definitiv so, du hast gerade gesagt, man spürt es, wenn man rausfliegt. Aber ich glaube, die beiden, die tatsächlich rausgeflogen sind, weiß nicht, ob die das diesmal gespürt haben. Aber da kommen wir später noch dazu. Erstmal zum Opening. Wie hat denn dir das Opening gefallen? Also ich habe ja neben mir meinen Mann sitzen, der guckt auch schön mit Let's Dance und ich fand's schön. Du hast ja auch schon mal in den letzten Folgen gelobt, dass jetzt nicht so viele Tänzer drauf sind, dass man auch alles sich anschauen kann. Ich habe sogar erst gedacht, sind da jetzt schon die normalen Tänzer mit bei. Ich hatte erst nicht gesehen, dass... also mit normale Tänzer meinst du die Promis oder wie? Ja! Okay, ja, das ist klar. Weil ich dachte, ich hätte die Anne-Kathrin da gesehen und dabei war das hier, das müsste ich schneiden, warte nochmal neu. Warum? Komm, das mach auch weg. Wie heißt nochmal hier vom, die hübsche Tänzerin, die mit dem Tillmann? Patricia, und ich hatte die hatte jetzt die Haare wieder dunkel und die habe ich mit der Anne-Kathrin, aber da dachte ich, das kann doch nicht sein, so gut tanzt die doch nicht. Ach, was ist denn da passiert? Ne, komm, schneide das. Optik. Raus da damit. Wird nichts geschnitten. Leute, da wird nichts geschnitten. Ja, da musst du durch. Die denkt, wir schneiden nur die ganze Zeit, aber das machen wir nicht. Das machen wir nur bei mir. So sieht es nämlich aus. Opening. Ja, Opening. Wie hat es dir denn gefallen jetzt? Also, ich fand's schön. Also, war jetzt nicht viel Bohai, aber... ich fand gut. Man wusste jetzt gleich, es ist Italo-Night. Also ich fand's gut. Ja, ich fand's schön, dass es auch mal ein bisschen, es war ja sehr standardlastig. Ja, genau. Die letzten Openings waren immer eher lateinlastig. Deshalb, ich fand's cool, dass es diesmal eher so standardmäßig war. Ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht in die Geschichte eingehen, als irgendwie das Opening, das mir in Erinnerung bleibt. Aber es war auf alle Fälle schön und ich habe mich gefreut, so ein bisschen Standard auch zu sehen. Und was mich einfach generell freut, ist, irgendwie scheinen wir den Trend dieses Jahr wieder zu haben. Ja, ich bin einfach dann ein Jahr zu früh nicht mehr dabei, dass wir wirklich viel im Paar tanzen. Und das gefällt mir einfach gut, weil das ist unsere DNA. Das ist, wer wir sind als Profis, die wir bei Let's Dance mitmachen. Und alles andere, das macht auch mal Spaß, aber das sind wir einfach nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir sind keine Hip-Hopper, wir sind keine Commercial-Tänzer. Das ist nicht unsere DNA. Wir machen das genauso, wie man, weil man es uns halt aufträgt, so ungefähr. Ja, und das heißt ja nicht, dass die es Leute nicht Spaß immer, ist. Ja, die Leute jubeln ja immer, wenn man irgendwie da rumgeschleppt wird oder eine tolle Hebefigur macht. Obwohl das ja eigentlich noch das Einfachste ist an der ganzen Geschichte. Und dann finden die Leute das aber toll, ne? Ja, das ist generell so eine Sache. Als Tänzer ist man da auch immer sehr überrascht oder eigentlich fast schon enttäuscht, wenn die Leute, du machst irgendeinen krassen Move, der wirklich schwer ist und alle gucken nur, okay, ja, war schön. Und dann machst du einmal, hebst du die Olle da hoch und wieder runter und alle, ja, toll, klatschi, klatschi. Und du denkst dir so, nee, oder? Jetzt, das kann doch echt nicht sein, aber gut. Ich sag mal, es gibt schon Hebefiguren, die auch sehr anspruchsvoll sind und wo man schon auch wirklich viel üben muss und so weiter. Ja. Also ich denke mal auch, was Katrin und der René da gemacht haben oder so, das war jetzt auch nicht einfach. Das war vom anderen Planeten. Ja, aber gut, aber man muss fairerweise dazu sagen, René ist natürlich ein Akrobatik-Typi. Also wenn er das nicht ausgespielt hätte, diese Karte, dann wären sie natürlich auch richtig doof gewesen. Aber richtig doof fand ich den nächsten Tanz schon mal nicht. Den fand ich nämlich sehr schön. Und die auch. Show hat gestartet, Diana mit dem Vadim, mit einem Charleston zu Felicita. Ja, mein Lieblingslied. Ich meine, ich fand die Interpretation von dem Lied nicht so toll, aber gut, wenn man Charleston halt da drauf machen will. Und beim zweiten Mal anhören fand ich dann die Musik auch wieder gut und habe ich auch mein Lied gehört. Aber nachher kommt auch noch mein richtiges Lieblingslied von letzten Jahr. Ja, bist du so eine Italo? Voll, ich höre so gern beim Laufen, ja klar. Ja? Ti amo.
Na, 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 na. Und da, aber, nee, Moment mal. Oh. Dazu läufst du? Da, ja, Felicita. Aber, ich liebe diese Energie, diese Freude von Italien. Also ich hätte mich total wiedergefunden in dieser Night gestern. Wenn ich hätte nicht tanzen müssen, sagen wir mal so. Ich habe ja auch immer gedacht, bei Let's Dance, es reicht ein bisschen mit dem Arsch hin und her wackeln und dann kannst du bei Let's Dance mitmachen. Aber das verdammt, ist, der Axt. Da war der Arsch nicht groß genug. Ja. passte alles nicht bei mir. Ja. Ne? Also, ja gut. Komm, wir driften schon wieder ab, sonst kommen wir nie Jana auf die 1,15. Jana und Vadim mit ihrem Charleston. Ja. Wie hat's dir denn gefallen? Schön. Also am Anfang musste ich erst wegen der Musik noch reinkommen, aber nachher, die haben richtig toll aufgedreht. Ich habe ja auch mal bei der Let's Dance Tour einmal mit dem Vadim getanzt, zwei Abende. Also der Kerl hat was drauf, der ist ehrgeizig im Training. Ja. Und das sieht man auch hier bei der Jana. Die hätte ich gar nicht so am Anfang der Sendung so auf der Karte gehabt, aber die hat sich richtig toll entwickelt schon. Und wie schön die Beine hochkriegt und toll. Also die hat was drauf. Die hat was drauf. Ist steif. Und ich muss sagen, ich habe am Anfang der Sendung schon auch gesagt, dass ich dir eigentlich schon viel zutraue, dass sie mir gut gefällt. Ja. Und ich muss sagen, sie ist für mich im Moment die Dame, die mit am meisten jetzt den Sprung nach vorne gemacht hat. Mhm. Ich finde generell bei den Damen dieses Jahr ist ein bisschen schwieriger als bei den Herren. Man sieht es ja auch, jetzt glaube ich, ist schon die dritte Dame in Folge ausgeschieden. Mhm. Ja. Oder nicht in Folge, aber die dritte Dame auf alle Fälle schon ausgeschieden. Dazwischen war ja der Tillmann. Den hat man schon ganz vergessen wieder, ne? Ja, so die haben, ja, die am Anfang, wobei ich das ja witzig fand, wo die sich da ein bisschen gedisst haben mit Lambi. Dann hätte man noch länger sehen können, aber gut. Ja, ein bisschen Diss gehört dazu, gell? Und wenn ein Mensch arroganter ist als der Lambi, das ist schon schwierig. Also so zwei Hähne in einem Stall, das ist... Ja, ich hab's nicht gesagt, Leute, es kommt nicht aus meinem Mund. Ja, alles ich gut. Fand total unterhaltsam, ne? Ja, aber zwei Hähne in einem Hühnerstall geht nicht. Hier mal eine kurze Unterbrechung für Werbung in eigener Sache. Ich bin ja nicht bei Let's Dance dabei und das hat natürlich seine Gründe. Einer dieser Gründe ist meine Tanzschule, das Studio Polans, was wirklich ein langjähriger Traum war und wirklich ein Wunsch, den ich mir jetzt endlich erfüllen konnte. Und hier kann ich wirklich mit einem tollen Team das umsetzen, was mir für Tanzen, Bewegung, Fitness wichtig ist. Und warum ist es für euch auch interessant? Weil alle, vielleicht nicht alle, aber die allermeisten Kurse gibt es auch online per Stream oder wirklich rein online für euch zur Verfügung, egal wo ihr seid. Wir haben zum Beispiel viele Paartanzkurse, die ihr auch bei uns wirklich per Streaming machen könnt. Vor allem aber unser Dance- und Fit-Angebot. Das sind Solotanz- und Fitnesskurse, die ihr per Stream von überall aus mitmachen könnt und die wirklich auch Spaß machen, egal wo ihr seid. Beim Solotanz ist zum Beispiel Contemporary, Urban Style, Lady Latin Style mit dabei und im Fitnessbereich gibt es sowas wie Yoga, mein eigenes Dance-It-Programm natürlich, Bauch, Beine, Po, Bodystyling und vieles, vieles mehr an Kursen. Und nur für euch, die ihr diesen Podcast auch wirklich anhört oder anschaut, habe ich eine besondere Überraschung, nämlich ihr bekommt auf mein Dance und Fit Programm die ersten 3 Monate 20% Rabatt. Das kostet normalerweise 29 Euro oder je nachdem, was ihr für ein Programm auswählt. Aber für euch gibt es eben 20% Rabatt auf den Preis, egal welches Paket ihr euch auswählt. Und ihr müsst nur angeben bei der Buchung Let's Talk About Dance, egal ob ihr telefonisch oder per Mail oder sonst irgendwie bestellt, gebt Let's Talk About Dance an und ihr bekommt diesen Preis. Ich hoffe, da ist was für euch dabei und ihr habt Spaß damit. Aber zurück zu Jana. Also ich fand wirklich, sie hat einen tollen Sprung nach vorne gemacht. Mhm. Ich fand, das war diesmal, für mich war das so ein bisschen ihr Durchbruch, wie man auch vielleicht später dann noch sieht, auch beim Gruppentanz. Also ich fand, der Charleston war voll ihr Ding. Ja. Sie hat tolle Swivel-Aktionen gemacht und das sah ich jetzt auch noch nicht so oft in den Charleston. Also das war wirklich auch mit Leichtigkeit. Das hat jetzt nicht so ausgeschaut, und ein und aus, sondern das war einfach flockig.
Ich fand, sie hat echt einen coolen Ausdruck gehabt, der zu dem Tanz auch super gepasst hat. Und was manche oft dann nicht so wahrnehmen, ist die Tänze. Es ist schön, wenn auch schnelle Tänze wie Charleston so, wenn die unterschiedliche Energien haben. Wenn nicht alles mit der gleichen Intention, nicht alles nur und sondern die waren dann auch mal wirklich, haben eine andere, unterschiedliche Energien gehabt. Und das ist sicherlich auch Vadims Verdienst, dass man dann auch wirklich darauf hinweist, dass man die Choreografie oder in der Choreografie auch die Möglichkeit gibt, mal runterzukommen und so weiter. Was ich tatsächlich diesmal nicht ganz so fand, weil das war bis jetzt immer so ein bisschen eine Stärke für mich bei ihr, waren so Endpositionen. Da ist sie ein bisschen so drüber gewischt. Ich glaube, das wurde auch von der Jury so ein bisschen, dass sie so manchmal noch so ein bisschen gewackelt hat, nicht fertig war. So kleinere Unsicherheiten waren da noch einige drin. Und bei ihr eine Sache, aber das ist mir auch als aufgefallen, wenn man da so ein bisschen mehr zuguckt, dass viele mit dem Gewicht ein Problem haben, das Gewicht weit vorne auf den Füßen zu haben. Und das wirklich durchgängig in allen Tänzen, das war jetzt nicht so da. Aber ich fand, das war ein super Einstand. Ja. Die haben auf mich einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, sogar mit einem der besten, wenn ich da so auf meine Punkteliste schaue. Ja, mit auf eine der besten auch für mich. Und von der Jury gab's 8, 8 und 7 Punkte. Und ich würde hier tatsächlich auch 8 Punkte geben. Ja. Mich hat es sehr begeistert. Man kann natürlich noch ein paar Sachen besser machen. Und der Schwierigkeitsgrad ist für mich jetzt zum Beispiel noch keine 10-Punkte-Niveau. Okay. Deshalb wären es jetzt so, wären es für mich 8 Punkte gewesen. Was wären deine Würde's Punkte gewesen, Mocky? Ja, auch so. Ich gehe da voll d'accord mit dir. Also das mit dir will ich nicht diskutieren. Aber was ich von dir wissen will, ich weiß immer, dass du dich aufgeregt hast, wenn du an Position 1 warst. Dieses Jahr scheint ja schon so, dass sie ein bisschen mischen, mehr, also nicht nur die absoluten Highlights zum Schluss, sondern auch mal Highlights an den Anfang setzen. Ja. Also, aber du wolltest, also eigentlich war jeder immer am Motzen, wenn er auf Platz 1 war. Warum? Also, Motzen auf, also weil Platz 1. Weil man immer dachte, was ist am Platz 1, wenn man da die Show beginnt, was ist da dran so blöd? Also ich sag mal so, generell ist es so, es ist jetzt von den Wertungen her, glaube ich, tatsächlich nicht ganz so ein Drama, weil was schon wichtig ist, wir Profis tanzen das Opening. Ja. Und wenn du dann mit deiner Promi-Dame jetzt in meinem Fall gleich an Position 1 bist, dann kannst du dich nicht gemeinsam mit deiner Dame einstimmen auf den Tanz, sondern du musst irgendwie, bist dann schon fast gefühlt eine halbe Stunde, bevor die Show losgeht, hast du das letzte Mal die Möglichkeit, dich so ein bisschen einzustimmen mit deinem Partner und dann kommt dieses ganze Gesums, dann hier der Live-Teaser und alles und da hast du dann keine Möglichkeiten mehr, dich irgendwie richtig warm zu halten. Stimmt. Da noch ein bisschen mehr einfach das gemeinsame Gefühl, so ein gemeinsames Ritual, dann musst du nach dem Opening schnell umziehen rennen und dann ist man so, okay, jetzt tanzen wir. Das finde ich immer ein bisschen schwierig, je nach Partnerin und natürlich, man will nicht unbedingt immer als erstes drankommen. Ich fand auch, dass sie in dieser Staffel erstaunlicherweise da ein bisschen mehr Mix schon drin haben. Richtig, ja. Also das ist mir richtig aufgefallen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt wertungsmäßig tatsächlich so ein Ding ist. Das müsste man mal wirklich statistisch nachprüfen, ob das tatsächlich ein Fall wäre, weil oft sind es ja auch so gefühlte Dinge, die dann sich doch nicht so bewahrheiten, ja. Aber war immer so Platz 3 und 4, vielleicht da, wo die Leute noch anrufen oder was auch immer, so, vielleicht, ja gut, zum Schluss, auf meinen Highlight brauchte man nicht warten. Also. Ja, aber ich glaube, bei dir war es ja auch, ging es ja auch um, wenn du dann vor der Jury gestanden bist, das war mal wieder eine lockere Abwechslung, ja. Das war ja, Mocky, du wurdest ja auch für deine Klappe eingekauft. Ja, ist doch logisch. Eingekauft wurde ich nicht, ich habe mich da selbst beworben für ein Apfel und Ei. Ne? Ja, wir haben ja eben mal über die Finanzen gesprochen. Weißt du, wenn du vom Laufen kommst und weißt, wie viel Geld du da verdient hast, und dann habe ich so gedacht, okay, da auf Marathon bereite ich mich so und so lang vor, dann kriegst du da und das Geld dafür. Okay, dann passt das. Und ich wollte unbedingt nach Let's Dance. Weißt du, dass ich, du hast mir mal die Adressen gegeben, wo ich hinschreibe. Einmal hatte ich an die Produktion von RTL geschrieben und dann an Seapoint.
Dann habe ich den nachts um 11 Uhr geschrieben. Dann sagte ich zum Kai, bin ich rüber ins Wohnzimmer. Sag ich, habe mich da beworben, jetzt dahin geschrieben. Ja, wer schreibt denn abends um 11 Uhr? Der muss doch total verzweifelt sein, sagt er dann zu mir. Man schreibt morgens um 8. Nee, sag ich, ja, wenn ich was will, dann will ich was. Und siehst du, das hat ja geklappt, ne? Das stimmt. Und es war uns auch cool, dass es geklappt hat, weil das war eine sehr lustige Staffel mit dir. Ja, nicht nur mit mir, da war ja noch andere. Ich weiß. Witzbolde. Aber eine coole Staffel, ja. Aber nicht so lustig war es leider für die nächsten zwei, wobei ich sagen muss, ich fand's eigentlich okay. Vor allem für eine Samba, und es geht natürlich jetzt um Lina und Scholt, mit dem Samba, was sage ich, für eine Samba. Es war ein Cha-Cha-Cha, logischerweise. Samba war letzte Woche, die Samba-Hose war letzte Woche, diese Woche ist Cha-Cha-Cha. Aber die wollten ja das Gefühl von Samba, dass sie die Sau rauslässt und so. Die zwei haben zu Disco Paradise getanzt. Geiler Song. Der Scholt hat aber ein bisschen zu viel Gas gegeben, leider. Also da ist er dann so aufgefallen. Ich habe immer vom Erich gelernt, Mocki, ich freue mich auf mein Opening, da kann ich wenigstens richtig Gas geben. Aber wenn ich mit dir tanze, kann ich nur Halbgas machen, damit er nicht so auffällt, weil du Halbgas so machst. Und ich könnte, ja, ist ja so. Und da hat er ja schon recht. Und der Scholt, also der kam da so, ja, aber ja, hat er auch bestimmt. So, und der Scholt kam gestern da rein und hat da rumgesungen und und war so zack, zack, zack. Und da ist er dann extrem aufgefallen, dass die Lina da noch gar nicht mitkam. Und ich habe mir ja hier die Mühe gemacht, diese Followerzahlen aufzuschreiben. Also die ist ja schon fast bei einer Million, also bei 838.000 Follower. Und die haben leider gestern da nicht angerufen für die. Und ja, ich finde die so süß. Ja, also da hast da du recht. Da siehst du doch, da der Oma und der Opa von nebenan, hier da unten meine Leute, die gucken auch immer Let's Dance. Und die rufen dann vielleicht auch nicht für eine Lina an. Weil wahrscheinlich die nicht. Ja. Also ich sag mal, du hast zwei Sachen angesprochen. Das eine ist natürlich jetzt das mit dem Übertanzen und so. Da gibt's, das ist sehr unterschiedlich, ob das ein Profi-Herr oder eine Profi-Dame ist. Weil Profi-Herren, gebe ich dir absolut recht, ich habe in meiner ganzen Let's Dance-Karriere zumindest nicht gewollt 100% Gas gegeben. Mit meinen Promi-Damen. Weil ich weiß, als Mann ist man ganz schnell am Limit, dass man da die Frauen wirklich komplett leider im Regen stehen lässt, wenn man da zu viel Gas gibt. Als Profifrau ist es unterschiedlich, weil die Rolle einer Dame ist eine andere im Tanzen. Das als ist ja die Rolle. Wichtigere. Naja, also natürlich ist es die Wichtigere. Ja, das ist, ihr seid Männer, ja das Bild und wir sind der Rahmen, sagt man immer. Genau. Ja. Das hast du mir auch beigebracht. Ja, und die Frau muss mal schön erscheinen lassen. Und so, ich habe in dem Tanz auf den Scholt geguckt und der hat da mitgesungen und der hatte Spaß und der ist ja geil. Also muss man ja sagen, ist auch total schade, auch dass er raus ist. Ich lieb den. Ja. Und das war echt, hätte ich aber auch nicht erwartet. Ja. Hätte ich nicht erwartet, aber so ist es. Also die Damen können auf alle Fälle mehr Gas geben. Das ist definitiv klar. Und es war. Ich hatte hier noch eine Beste, also die hatte sich schon entwickelt, finde ich. Also die hat sich auch entwickelt, ne, die Lina. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also von dir hat sie eine Entwicklungsplus auf alle Fälle gehabt. Also ich aber sag mal so. Scholt gibt zu viel Gas, geiler Song, wenig alleine getanzt, bessere Entwicklung. Ich habe auch nie alleine getanzt, das konnte ich nicht. Ich konnte, ja. Ja, ist ja auch fair enough, ja. Also für mich war es positiv, muss ich sagen. Sie haben viel Cha-Cha-Cha getanzt. Mhm. Sie hat sehr sicher in der Choreo gewirkt, das muss ich auch sagen. Ja. Sie hatte auch eine schöne positive Energie, also das habe ich ja auch abgekauft. Die Füße waren halt manchmal ein bisschen schief noch, aber nicht immer. Also das war jetzt, ist nur ein kleines Gemecker. Bei ihr auch das große Problem, auch wieder mit dem Gewicht. Mhm. Sie ist so ein kleines, zartes Pflänzchen. Und dann, wenn das weiter hinten ist, dann wirkt es so ein bisschen so, als hätte es nicht so viel, ja, nicht so viel Dynamik. Und was mir eigentlich bei ihr auch schon mal besser gefallen hat, das waren so Endpositionen. Aber es war für mich jetzt insgesamt eigentlich wirklich auch ein guter Tanz. Deshalb konnte ich jetzt zum Beispiel die 4 Punkte von Lambi konnte ich nicht ganz nachvollziehen für diesen Tanz. Also das fand ich jetzt da ein bisschen zu hart. Ich
muss sagen, von der Jury hat es 6-6-4 Punkte gegeben. Mhm. Und ich würde hier tatsächlich auch mit 6 Punkten gehen. Mhm. Weil ich finde, das war schon. Und eine schöne Energie war das. Also gut, die war gestern eh überall zu spüren. Also es war alleine schon die Italo, gell? Die Italo war eine gute Energie. Wobei ich sagen muss, ich finde die Musik durchgehend, finde ich cool. Aber ich weiß nicht, ob ich zu allem hätte tanzen wollen. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also zu manchen Liedern hätte ich jetzt nicht unbedingt tanzen wollen. Aber da kommen wir noch zu. Genau, kleiner Spoiler. Ja, Beyond. Der arme Kerl. Beyond zu Wiener Walzer. Wollte ich dir. Nee, eins muss ich dir jetzt noch sagen. Also geh nicht immer während Let's Dance immer live und gib schon deine ganzen Sachen da preis, weil dann hören die Leute nicht den Podcast. Weißt du, ich habe dann gestern sogar dann auch, bin ich wieder in den Pausen zu dir gekommen und hab, und dann erzählst du ja schon so viel. Ja, aber so, ich habe noch nicht alles erzählt. Okay. Naja, es gibt schon ein paar Dinge. Aber ja, Bion und Martha, die waren ja letzte Woche wirklich sehr weit oben, auch bei mir. Mhm. Und ich muss leider auch sagen, der Wiener Walzer, ich meine, er hat da anscheinend immer mit einem Kotzkrampf gekämpft die ganze Zeit. Ist natürlich wirklich nicht gerade vom Vorteil, aber war schon ein bisschen schwieriger. Das Lied war schön, Tiamo, wie hat es dir gefallen? Ja, wunderschön. Aber ich habe dann auch zum Kai gesagt, oh, das hatte Martha gut gemacht. Die mussten nicht viel drehen. Also sie haben viele Posen gemacht und am Anfang, also so, da der letztendlich, aber womöglich hat er wirklich ein riesiges Problem damit gehabt. Also ich weiß noch von Thomas Rath, der musste natürlich mit der Katrin richtig 10-mal und 20-mal drehen beim Wiener Walzer. Keine Gnade. Und bei der keine Gnade. Und ich denke mal, das wird bei dem so schlimm gewesen sein, dass das nicht anders ging. Also da war wenig Wiener Walzer zu sehen und viel drumrum, würde ich sagen. Ne? Ja. Also das hat sie aber toll gemacht. Wenn du jemand da ist, ich sage immer ein Athlet, aber ein Tänzer oder ein Promi, wenn der da ein Problem mit hat, dann musst du ja darauf reagieren. Ist ja, ja das ganz Problem klar. Ist, also mit dem Drehen haben tatsächlich ja viele ein Problem. Vor allem jetzt, also nicht nur im Wiener Walzer mäßig, sondern auch andere Drehungen oder sowas. Und da, das kannst du in so kurzer Zeit nicht machen. Man kann da schon was dagegen machen, man muss es dann wirklich... Ja. Lange und immer wieder und dann gewöhnt sich der Körper, das Gleichgewichtsorgan so ein bisschen da dran. Ja. Aber das dauert halt echt eine ganze Zeit lang. Ich weiß es noch aus meiner Zeit aus dem Turniertraining. Da gab es halt auch ein paar Leute, die konnten das einfach nicht. Und wenn die dann ein bisschen was geübt haben, üben mussten, dann war halt Game Over. Aber die mussten natürlich, weil beim Turniertanz kommst du um Drehungen jetzt nicht so richtig drumherum. Und wenn du jedes Mal halb von der Fläche purzelst, nur weil du dich dreimal gedreht hast, schwierig. Ja, aber man sah dem ja an, wie der da stand und das muss man dem ja auch hoch anrechnen. Es gibt ja auch Tänze, die du dann einfach durchbeißt und durchkämpfst und der war ja kreidebleich. Also zum ersten Mal kreidebleich in seinem Leben. Ne? Also, ja, ich wollte gerade sagen, und das für ihn. Ja. Ja. Also ich muss sagen, auch da... Ich fand aber zu wenig Punkte. Ja, das auch... ich fand jetzt insgesamt zu wenig Punkte. Ja, ein schöner, runder Tanz und zu wenig Punkte. Ja, also ich hätte es jetzt auch nicht gesehen, aber erstmal, bevor ich zu meinen Punkten komme, natürlich, was hat mir gut gefallen. Ich fand, was ich beim Bion immer gut finde bisher, ich habe beim Bion nie dieses Gefühl, dass da irgendwas nicht passt in der Choreo, dass er irgendwie, schafft er, bringt er die Choreo durch oder so. Nee, das war bisher immer so, dass ich gesagt habe, da habe ich ein sicheres Gefühl, wenn ich zuschaue. Ich fand auch seine Haltung im Allgemeinen gar nicht so schlecht. Und ich fand auch, dass er eine schöne Energie gehabt hat wieder. Jetzt den eher nicht so tollen Sachen. Für mich generell bei ihm so ein Problem ist, er ist mir im Oberkörper ein bisschen zu unruhig. Das habe ich auch schon in den letzten Tänzen ein paar Mal immer wieder gesagt. Das wirkt immer so viel. Und ich denke mir so, oh, mach mal ein bisschen entspannter, was oben betrifft. Der will unbedingt, das ist einer, das merkst du dem an, der ist so glücklich, dass er bei Let's Dance ist. Ich glaube, das war dem sein Lebenstraum. Wenn man jetzt ja auch ich kannte den ja erst seit dem Pocher, ich habe mich vorher jetzt nicht groß mit dem beschäftigt. Und der Kerl will einfach. Und wenn du die Möglichkeit mal hast, bei Let's Dance zu sein, und das merkt man dem an, der will unbedingt und der liebt das, aber auch da zu sein. Also der ist eine Rampensau und das ist genau dem sein Ding da. Und der Ehrgeiz ist bei dem zu spüren, ne? In jeder Facette.
in jeder Facette, das stimmt. Es hat ihm aber nicht mit deinen Füßen. Ich guck ja gar nicht auf Füße seit gestern. Ich finde, dieses Jahr ist bei vielen die Fußarbeit nicht richtig toll. Die stehen einfach. Der Fußwurm ist da, das stimmt. Wobei ich sagen muss, gar nicht mehr drauf eingehen. Der Bion ist natürlich auch, der hat es ja selber auch gesagt, der hat natürlich richtig schöne O-Beine. Die habe ich auch, Auf das gehe ich aber nicht ein, weil das ist was, jeder kommt so, wie er kommt, und das kannst du nicht ändern. Ja, aber du kriegst auch einen Kopf, der vorne ist schon wie eine Schildkröte, den kriegst du nicht mehr nach hinten. Naja, manche Sachen kann man schon machen, aber auch beim Bion muss ich sagen, was so generell für mich dieses Jahr ein Thema ist, und ich sag's wieder, der mittlerweile muss ich schon fast sagen, der verdammte Schwung. Leute, ihr müsst an einer Schwungbewegung arbeiten, weil das war einfach auch, das ist einer der Punkte, wo ich dem Lambi dann jetzt in dem Sinne recht gebe, hat auch die Jury generell, glaube ich, ein bisschen gesagt, hey, man hat teilweise das Gefühl gehabt, der kommt gar nicht vom Fleck weg oder so, irgendwie dümpelt so am Platz rum, und das ist natürlich ganz wichtig. Im Wiener Walzer muss man Meter machen, damit das ins Fliegen kommt. Allgemein muss man sagen, es war nicht sein Tanz, muss man leider sagen. Aber eines muss ich schon auch sagen, ich fand die Bewertung von Lambi dazu, das war für mich ein bisschen aus dem Kontext heraus das war für mich zu krass. Der hat das ja zerpflückt. Ich habe schon mit einem Punkt gerechnet, so ungefähr. Und dann waren es immerhin noch zwei Gnadenpunkte, wo ich sage, nee, Leute, also bei allem, was recht ist, aber der war im Takt. Da hat er irgendwie gesagt, er war nicht im Takt, aber das habe ich nicht. Hat er Gas gegeben? Nee, das hat so nach Standwippe ausgeschaut, so ein bisschen, ja, weil es eben kein Schwung und kein Druck vom Fuß war. Aber da waren auch viele gute Elemente drin. Sicher durch eine Choreo gekommen. Und wenn man jetzt so sich an mich zurückerinnert, ich bin ja meistens noch nie sicher durch eine Choreo gekommen. Das stimmt, das waren da seltene kann man Momente. Gerne ein oder zwei Punkte. Das war in jedem Tanz so. Da braucht man gar nicht auf die Füße gucken. Ich habe ja die Choreos nie im Kopf gehabt. Nie. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wir waren immer oben auf der Ding gestanden und haben uns gesagt, so, nein, Mocky, warum? Warum? Du könntest es doch eigentlich schon besser. Aber gut, ich habe aber letzte Woche in deinem Podcast gehört, wie du trainiert hast. Also wir haben manchmal mittwochs noch nicht komplett durchgetanzt. Ja, okay. Also ich war nie sicher, in keinem. Aber vielleicht war ich auch zu blöd, mir das zu merken oder was auch immer. Ich hätte aber auch gern bis 10 Uhr nachts wieder E-Cat geübt oder so. Also ich war bei mir, also für jeden Erfolg, den ich in meinem Leben gehabt habe, musste ich immer richtig viel arbeiten. Ich musste. Ja, aber es gehört generell dazu. Das muss man einfach sagen. Das weißt du. Egal wie viel Talent jemand hat, wenn du ganz nach vorne kommen willst, egal in welcher Sparte oder Ding du dich bewegst, Talent ist nie genug. Talent bringt dich nur, gibt dir am Anfang einen Boost, aber es kommt für jeden der Moment, wo du arbeiten musst. Und das ist oft für sehr talentierte Leute, ist es sehr viel schwieriger, dann plötzlich anfangen zu müssen zu arbeiten, weil die es davor gar nicht so gewohnt waren, weil kommt ja einfach so. Und das war zum Beispiel bei mir auch ein großer Unterschied. Es gab talentiertere Leute, die mit mir zum Tanzen angefangen haben. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, aber die hatten nicht meinen Kopf. Und ich hatte genug Talent, und ich habe aber vor allem meinen Willen gehabt und den Fleiß, eben auch was zu tun. Und dann dauert es nicht lange, und dann überholst du den. Und dann kommen die Talente an den Punkt, wo sie sagen, das muss ich auch arbeiten, dann gehen die Fortschritte plötzlich auch nicht mehr so schnell, und dann ist Game Over bei den meisten. Aber um mal wieder zu Bion und Martha zurückzukommen. Wir kommen gar nicht durch hier. Ja, wir müssen da schneller werden, Mocki. Okay, ich gebe Gas. Es gibt ein Thema, und das ist einfach, das finde ich dann echt schwierig in diesem Zusammenhang mit dieser Bewertung jetzt zum Beispiel von Lambi. Dann steht der Bion oben bei Vicky, und man will ja als Promi dann nicht unnötigerweise ein Kontra geben, weil das macht einen vielleicht dann auch, dann denken ja, die ja, ja. Was sagt er jetzt da, der Promi Tillmann, selber hat doch, dann fliegst du raus. Ja, genau, das ist gefährlich. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel zu meinen Promi-Damen immer gesagt, sagt einfach, außer du bist vielleicht irgendwie auch Comedian, hast was Lustiges zu sagen oder so, wo dann alle sagen, okay, das ist nicht schlimm, aber
sag nichts gegen die Jury-Wertungen, weil das ist gefährlich. Das ist einfach gefährlich. Und ich habe auch gestern bei Bion dann das Gefühl gehabt, ich sag nochmal den Satz, weil das ich habe gestern gesagt, ich habe auch bei Bion dann eben bei Wiki oben das Gefühl gehabt, dass diese schlechte Bewertung dem Bion dann abgenötigt hat, dass er sich dann selber auch schlecht gemacht hat. Wo ich mir denke, nee, Bion, das war nichts. Also lass dich nicht in dieses Ding reindrücken, dass da jetzt, weil das ist ja auch so die Gefahr. Dann sagt einer in der Jury irgendwie, das war nicht so gut. Und dann denken alle wirklich, es war nicht so gut. Mhm. Aber ich muss sagen, nee, so schlecht war das definitiv nicht. Und lasst euch auch nicht Dinge einreden. Redet mit eurem Profi danach. Der gibt euch die Einschätzung, weil der kennt euch auch am besten, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Von der Jury gab's... Nicht verzagen, Chris fragen. Nein, nicht mich, aber deinen eigenen Profi musst du fragen. Ja, aber ich habe mich ja während Let's Dance auch immer beschissen gefühlt. Ich habe mich ständig schlecht gefühlt in der ganzen Zeit. Und als ich rausgeflogen bin, danach musste ich echt erst mal, nicht in die Klapse, aber da musstest du echt erst mal wieder... klarkommen. Man musste wieder klarkommen. Definitiv. Ja, doch, weil du fühlst dich, du ziehst dich dann, du kriegst da eine Bewertung und du vergisst manchmal, dass das auch eine Show ist. Ja. Und was dazugehört und da du verlierst dich ganz schnell in dieser Welt. Und du musst dann erstmal wieder aus dieser Welt rauskommen, in deine Welt. Und keiner ist schlecht. Und das prophezeit ja der Bion auch jeden Abend bei seinen Shows. Ich bin schlecht. Ich bin böse. Ich bin gemein. Nein, bin ich nicht, aber von der Jury gab es 5-5-2 Punkte und die 2 Punkte waren jetzt für mich ein absolutes No-Go. Aber du gibst 4. Ja. Oh, yay. War gut. Siehst du? Ja, war nicht sein Tanz, aber er hat es auch nicht schlecht gemacht, ja. So, und 4 finde ich auch wenig. Naja. Ja, ähnlich könnte man zum nächsten auch sagen. Das war nämlich Marc und Katrin mit dem Jive. Und was soll ich sagen? Soll ich dir mal schreiben? Ich fange an. Also, Keller ist ein Arbeiter, habe ich mir aufgeschrieben. 58 Jahre ist der Kerl. Ja. Ich folge dem so gern auf Instagram, weil der geile Videos mit seinen Söhnen macht. Ich habe Vollgas, total geil. Und ich habe gar nicht gesehen, da der außer Takt war, weil der nämlich so geile Energie hatte. Da hat mich doch der Takt nicht interessiert. Die haben mich gepackt mit ihrer Energie. Da hat Spaß gemacht, zuzuschauen und scheiß doch auf den Takt. Also, unterirdische Bewertung. So, Ende. Jetzt kannst du noch was sagen. Also ich sag mal, kann man so sehen, muss man aber nicht so sehen. Man kann den Takt schon auch ein bisschen wichtiger nehmen. Aber ich verstehe, das ist auch so ein Ding, ich habe da mal auch mit auf Insta, auf den Social Media und so ein bisschen so die auch mal so eine Umfrage gemacht. Wer kriegt denn eigentlich den Takt so mit oder sowas? Oder ist das was ihr auch wirklich sehen könnt, was ihr nachvollziehen könnt? Und da haben tatsächlich viele, konnten nicht so wirklich was damit anfangen. Ja, siehste. Aber nichtsdestotrotz, es ist halt Tanzen und da ist es halt mal wichtig. Und wir müssen ja irgendwie bewerten. Ansonsten ist es ja bei aller Unterhaltungsshow müssen wir ja auch irgendwie in den Wettbewerb gehen. Und auf der Habenseite von Marc war, er hat einfach einen coolen Look wieder gehabt. Das hat zu diesem Jive so richtig gepasst, finde ich auch von der Art. Es war viel Tanz, das muss ich ihm auch wirklich sagen. Ja. Das hat man dann zwar zum Schluss auch an seiner Pumpe gesehen. Ja, aber die Choreo musst du auch erst mal durchkriegen. Also das war auch keine so leichter Tanz, finde ich. Nein, aber der ist schon alles... Jive ist generell nicht einfach. Und er hatte auch coole Aktionen, so muss ich sagen. So, die haben lässig ausgesehen und auch so die Basic war gar nicht so schlecht. Allerdings... Ja. Was mir jetzt zum Beispiel immer wichtig ist, es gibt halt einen Unterschied zwischen Jive und anderen, Swing-Tänzen. Und die Kicks, die er gemacht hat, die waren jetzt ein bisschen schludrig, fand ich. Also das waren jetzt nicht so richtig geile Kicks. Also die hatte ja so eine schöne Schlapperhose an, da sah ich die Kicks nicht so. Ja. Die Hose schlapperte da so rum. Das war aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil das macht auch so ein bisschen smoother, ja. Und wie gesagt, haben es ja alle selber auch gemerkt, er war natürlich teilweise immer wieder mal aus dem Takt raus. Da war er dann ein bisschen zu langsam, müssen wir wieder aufholen. Aber bei ihm weiß ich definitiv, es ist halt so ein,
ist es nicht, weil er den Takt nicht hört oder so. Der zieht durch. Der hat ja danach auch gesagt, ja, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, aber was soll ich machen? Ich habe einfach weitergemacht. Fand ich eine tolle Analyse von ihm. Und aber Katrin, die war richtig geknickt nach dem Juryurteil. Das sah man so richtig in ihrem Gesicht. Und ich fand auch ein bisschen zu wenig Punkte. Aber wenn du sagst, okay, dann. Wie gesagt, die Gesamtpunktzahl fand ich auch zu wenig. Für mich halt, klar, das Durchhalten, für mich ist es schon so ein bisschen dann nach hinten so, so ein bisschen die Luft raus gewesen. Aber eine Sache, ich habe mir ja schon die letzten Wochen immer über seinen Rücken, er ist ja so ein Kandidat, der den Nacken so, also den Kopf vorne hat und wie so ein bisschen eine Schildkröte. Ja. Mein Mann wird auch so langsam. Ja, die trainieren alle nicht hier hinten und genau, alle hängen. Wir müssen auch hinten, ja, die Rückenmuskulatur. Schön Ruderzug und sowas. Naja. nicht nur immer vorne die Liegestütze, ja, alle wollen immer schöne Brustmuckis haben, aber dann laufen wir alle so rum. Ja. Also mit den Schultern nach vorne zusammengezwängt. Können wir auch noch eine Podcast-Folge drüber machen, weil die Leute alle trainieren sollen, ne? Ja, oder nicht. Oder auch nicht. Was ich bei ihm halt glaube, tatsächlich, ich glaube, das mit seinem Rücken. Es wird jetzt vermutlich auch nicht mehr besser werden. Also ich glaube nicht, dass er das hinkriegt. Es gehört aber irgendwie... Was soll der Kerl denn noch alles machen? Der soll sich Schnitte merken? Ja, der muss... Man kann schon was... Also ich weiß ja nicht, ob es anatomisch dann so ist, aber ich glaube, es ist halt einfach so eine Grundhaltung, die man hat, die man halt ein bisschen... Ich glaube, weißt du, was bei vielen das Problem ist? Viele glauben, die aufrechte Haltung kommt nur über die Nackenwirbelsäule. Und das ist aber eigentlich ganz falsch. Die aufrechte Haltung, wenn ich jemanden versuche auch zu sagen, er soll sich aufrichten, dann nehme ich immer sein Schlüsselbein. Und das Schlüsselbein, sage ich, denke, als möchtest du dein Schlüsselbein nach oben bringen, weil es zieht dir automatisch den Nacken, den Kopf nach hinten und du hast eine aufrechtere Haltung, wenn man das nach oben zieht. Aber das ist, das während dem Tanzen dann natürlich beizubehalten. Aber er hat halt schon so angefangen. Das war schon die erste Pose und ich denke mir, oh nee, stell dich halt wenigstens am Anfang hin. Aber gut, wie gesagt, sehe ich jetzt nicht so schlimm. Für mich, von der Jury gab es 4-4-2 Punkte. Zwei Punkte fand ich auch hier wieder ein bisschen hart. Und drei. Nein, ich wäre hier auch bei 4, weil ich fand jetzt nicht, dass es im Vergleich zu Bion zum Beispiel schlechter gemacht hat, zumindest nicht von meiner Warte aus. Ist ein anderer Tanz, was willst du sagen? Das eine ist Wiener Walzer und das ist Jive, aber ich finde jetzt, Fazit ist bei mir das gleiche, war nicht ganz sein Tanz, zumindest so, wie es dann gelaufen ist und war aber trotzdem ordentlich, ja. Und, The Next Dance. The Next Dance is a very controversial one. Weil ich dachte erst, Detlef und E-Cat Contemporary. Und da dachte ich erst, jetzt Detlef, jetzt wirst du ihn raushauen. Das ist doch die Vorlage. Hau ihn rein, den Elfmeter, den Freiwurf, was auch immer. Ja, den Endsprint vor dem Ziel. Mach es. Er hat's nicht gemacht. Ja, aber das ist das Problem bei den zwei. Man erwartet zu viel vom Detlef. Dann fand ich die Musik auch jetzt schwierig. Also wenn man nachher jetzt zur Sophia kommt, konnte man deren Geschichte in der Musik und in dem Tanz besser erkennen als die Geschichte, die da... Ja, wobei das Lied an sich ja schon, das Lied, ich muss sagen, das hat ja auch schon, das hat schon Power, das hat Dramatik und ist aber auch sehr... Also ich fand, das hatte schon alles. Ja, aber der Detlef ist aber, der hat ein ganz weiches Herz, aber der ist ja der ist ja Streetdancer so in die Richtung. Hip-Hop. Hip-Hop. Also den in ganz weiche Bewegungen ist auch nett und dieses Zittern, dann hat er ja... Das stimmt aber nicht. Also auch bei Hip-Hop und Streetdance gibt's ja auch Sachen, die irgendwie weich sind oder sowas und dann wieder in den Kontrast gehen. Also ich glaube schon, dass er das hat. Hat er jetzt selber gezittert, weil der so nervös war, oder war das Zittern, weil der dazu... Von E-Kid angeschafft, meinst du? Ja. Was meinst du? Das wusste ich jetzt nicht. Ich war mir auch unsicher, ob es jetzt die Dramaturgie sein sollte. Ja, genau. Ich kann es nicht festhalten, das Gefühl. Ich weiß es nicht. Also
Ja, wie hat es dir denn so darüber hinaus, was war da? Also ich liebe die beiden, ich liebe die E-Cat, ich weiß auch er, die zwei sind beide zusammen Ehrgeiz hoch 10, die werden jeden Abend bis Ultimo üben. Die wollen beide... Manchmal ist vielleicht auch zu viel. Ne? Ja, die wollen das Optimum rausholen und mir tat das gestern ein bisschen leid, also wie gesagt, aber man erwartet auch zu viel von ihm, finde ich. Also ganz schwierige Ausgangsposition für ihn. Und wenn ich kenne ihn ja schon über Jahre, für mich, ich finde den ganz toll und kenne ihn hier von seinen Casting-Formaten und so. Manchmal weiß ich noch gar nicht, ob ich den so sehen kann bei Let's Dance, weil der für mich schon so gut ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja, aber man sieht, ich sag mal, was man deutlich sehen kann, ist... Ja, dass Let's Dance nicht so einfach ist. Genau, dass es nicht so einfach ist. Selbst wenn du Vorerfahrungen aus irgendeinem anderen Bereich hast, der auch was mit Tanz zu tun hat. Aber es ist halt schwierig. Die meisten haben halt ein Problem damit, in dem Moment, wo sie mit einem Partner, mit einer Partnerin was machen müssen. Ja, und wirklich, weil das hat halt dann sofort eine andere Dynamik. Und, also nachher bei dem Gruppentanz, bei einer Aktion, da habe ich nur den Detlef gesehen. Da war der so präsent. Und das kann der ja. Also Präsenz hoch 10. Und da ist er halt vielleicht mehr oder mit der Geschichte so ein bisschen untergegangen. Ich weiß nicht. Aber was ich jetzt nicht in Ordnung fand, also das war ja dann ein schlechtes Juryurteil. Und nachher gab es doch relativ. Doch, ach so, du meinst, im Gespräch war es ein bisschen negativ. Im Gespräch, da dachte ich, was ist denn jetzt los? Und auf einmal kommen die Punkte so extrem hoch. Das war dann so ein bisschen, da dachte ich, vielleicht stehen die Punkte doch schon ein bisschen vorher fest von der Generalprobe. Könnte sein. Die einen sagen so, die anderen so, je nachdem. Ja. Naja, also ich muss sagen, das war für mich... Ich fange mal so an. Die ersten paar Sekunden hatte ich echt 10-Punkte-Vibes. Ich habe mir gedacht, so die ersten Momente, wow, jetzt komm, Detlef, hau ihn raus, jetzt mach es, press es raus aus deinem Bauch, hau ihn raus. Und dann fand ich, am Anfang war die Musik dann auch noch so. Und ja, aber leider war es, je länger der Tanz ging, desto mehr habe ich mir gedacht, so, ja, man will ja eigentlich so beim Tanz, da der nicht aufhört. Und hier war dann, okay, das Ende. Ich weiß auch nicht. Also der. Also ich fand's sehr schön. Ich fand, er hat für mich zum Beispiel die von der Jury hieß es, ich weiß nicht, ob von allen, aber auf alle Fälle von Lambi, dass da keine weichen Bewegungen drin war, habe ich jetzt nicht gesehen. Ich fand, da waren sehr flüssige Bewegungen drin, die, was ich bei ihm mag, zumindest was jetzt den Oberkörper betrifft, ist, da sind auch schon viele sehr exakte und sehr bewusste Bewegungen drin, und das hat mir gut gefallen. Auch die Geschichte, so mit dem am Anfang, dass sie so nebeneinander quasi so, sie können sich nicht greifen, aber jeder erlebt eigentlich dasselbe sozusagen. Das war so ein bisschen die Idee davon. Aber die Choreo oder die ganze Performance war für mich halt auch extrem zweigeteilt. Und ich glaube, das spiegelt das auch dann wieder, dass die Jury auch so irgendwie, dass sich das so negativ angehört hat, aber dann von den Punkten ja doch gar nicht so negativ war. Mir war auch der zweite Teil dann tatsächlich zu wenig. Es war mir dann zu viel nur Hebefiguren. Und man kann auch Dramatik anders umsetzen und zeigen, als in Hebefiguren. Deshalb war es einfach dann eben nicht mehr dieses 10-Punkte-Gefühl. Ja. Es ist dann so wupp, ganz plötzlich abgefallen. Und man muss auch eins sagen, wenn du Hebefiguren machst und du bist ein Promi-Herr, dann A, ist es für mich so, in dem Moment ist der Promi-Herr eigentlich so ein bisschen abgeschalten. Also das ist halt nicht mehr wirklich Tanz dann in dem Moment, weil es ist schon für uns Profis schwierig, während einer Hebefigur in so einem Tanzflow drin zu bleiben. Weißt du, obwohl du gerade die Olle durch die Gegend schleppst, musst du ja trotzdem irgendwie gut dabei aussehen und so. Und das ist für uns Profitänzer schon schwieriger, aber das ist für die Promis meistens nicht so richtig machbar. Und dementsprechend sind die dann so ein bisschen ausgeknipst. Und dann siehst du halt nur noch die E-Cat, die dann quasi rumturnt auf ihm. Und da waren ja auch so ein Moment war dabei, wo ich mir gedacht habe, gleich passiert irgendwas oder so. Jetzt, ich habe da auch schon so Vibes, so Steiner-Vibes gehabt oder so, jetzt haut's die davon. Oder eigentlich auch wie bei Christina,
die hat es ja dann von da oben so ein bisschen runtergehauen und so. Da habe ich schon echt auch so einen kurzen Zittermoment gehabt. Ja, also es war auch so, ich bin auch mit so einem Geschmäckle dann einfach, ich wusste auch nicht so recht, verdammte Axt, ich wollte doch 10 Punkte sehen. Das hat mich dann auch wahrscheinlich im ersten Moment so ein bisschen gecatcht, aber die kommen noch bei denen. Also deren ihre Reise ist noch lange nicht zu Ende. Das glaube ich auch nicht, aber es ist halt auch nicht so easy, wie sie es am Anfang gedacht haben. Also ich glaube, da dachte man schon, würde, sag ich mal, mit weniger Widerständen, glaube ich, nach vorne gehen. Ja, ja, ich sehe jetzt auch schon mittlerweile andere ganz weit vorne. Am Anfang habe ich aber auch gedacht, nicht vorwegnehmen. Achtung, Werbung in eigener Sache. Ich habe nicht nur eine Tanzschule, sondern ich habe auch ein Online-Tanz-Fitness-Programm namens Dance It Fitness. Und das ist mein Dance It Fitness-Programm. Tanzen solo für jedermann, egal wie gut du im Tanzen bist, egal wie fit du bist. Wenn du tanzen und insbesondere die lateinamerikanischen und Standardtänze liebst, dann musst du einfach Dance It probieren. Und die einfachste Art und Weise für dich, von überall das zu probieren, ist mein Online-Programm Dance It Fitness. Mach's so lange, wie du willst, von wo auch immer du willst. Ich kann dir nur empfehlen, es macht riesig Spaß. Was soll ich dir auch anders sagen? Es ist mein Baby. Alle Infos dazu findest du unter danceit-fitness.de. Oder natürlich auch unter letstalkaboutdance.de. Und das Besondere für dich als Podcast-Hörer oder Schauer, du bekommst von mir einen Rabatt von 50% auf die ersten 3 Monate vom Programm. Also merke dir gut den Code, weil der wird nirgendwo stehen, den wirst du nur hier erfahren. Der ist Let's Dance. Und zwar in einem Wort und klein geschrieben. Und mit diesem Gutscheincode bekommst du 50% auf die ersten 3 Monate. Viel Spaß dabei. Ich kann es dir nur empfehlen. Hier, wir müssen Gas geben. Weiter. Also pass auf, von der Jury gab es 8, 7, 6 Punkte. Und ich, I go with Motzi, I say 7 points. Ja. Mhm. Und ja, wirklich 7 Punkte, so ein bisschen mit, mach's besser nächstes Mal. Naja, wie auch immer. Besser gemacht für ihre Verhältnisse, muss ich aber ganz ehrlich sagen. Ja. Ich finde mich auch in der Ann-Kathrin total das wieder. Das nächste wieder, genau. Es geht um Ann-Kathrin und Mika mit ihrem Tango zu Gloria, Gloria. Ja, cool. Ob es jetzt der perfekte Tango für mich gewesen ist, weiß ich nicht. Aber ist so ein cooles Lied. Und ja, jetzt sag mir doch mal. Also ich muss sagen, da hat mich jetzt dann so ein bisschen die Bewertung der Jury hat mich ein bisschen, da war ich ein bisschen genervt, weil ich nicht ganz verstanden habe, was wollen die eigentlich? Ich meine, von der Ann-Kathrin habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass plötzlich der Gewinnertanz des Abends kommt oder so in diese Richtung, ja? Also erstens mal ist es ja ganz schwierig, mit einem neuen Partner zu tanzen, habe ich selber bei der Tour erlebt. Also einer, die du hast direkt was anderes in der Hand, das ist schon schwierig. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Da ist andere Muskeln, ja, fühlt sich das weicher an, härter an, fühlt sich das, ja, man weiß es nicht so richtig. Nein, das ist wie die dich händeln und packen und ziehen und machen und tun und dahin schieben und da. Also der hat die, ich finde jetzt nicht, dass er so extrem aufgefallen ist, dass er die durch den ganzen Tanz geschleppt hat. Ist mir auch nicht aufgefallen, ne. Also auch vielleicht das Ärschelchen ein bisschen nach außen, so hatte ich auch immer. Also man muss sich ja dann auch trauen mit seiner Hüfte gegen den Typen. Ist aber auch nett. Ich finde, wir sind immer noch in Show 4. Wie gesagt, und der ganze Wechsel. Ich hatte aber auch das Gefühl, das ist jetzt eventuell eine Kandidatin, die heute fliegen könnte. Aber da die lieben Lucides ein Kind bekommen haben und die mittlerweile so in der Gunst der ganzen Zuschauer von Let's Dance gewachsen sind, war es eigentlich egal, wie viele Punkte die bekommen. Ich hatte irgendwie im Gefühl, die kommt weiter heute Abend. Weil man auch nächste Woche wieder den Valentin mit ihr tanzen sehen möchte. Und da hatte sie schon auch ein bisschen Glück. Also nächste Woche nicht, weil nächste Woche ist ja Karfreitag. Ach so, ja, zum Glück. Ich wollte auch immer über Ostern überstehen und dann nochmal weiter tanzen. Die hat aber, ich finde, die hat sich total weiterentwickelt, die Frau.
Also die arbeitet richtig, die hat Spaß dran und der merkst du auch, dass die Spaß dran hat. Bei mir war ja immer so, ich hatte nur Angst. Also ich musste immer meine Angst überspielen und die ja nur. Ja, also ich finde, die macht Spaß, gute Laune und die spiegelt so auch einen Großteil der Gesellschaft wieder. Ich habe mal dann die Kommentare. Sie hat halt sehr viele Selbstzweifel immer die ganze Zeit, muss man schon sagen. Ja, aber also, das habe ich auch gehabt und das fühlen auch ganz viele Menschen da draußen und deswegen rufen die auch für die an. Und da kann man auch 11 Punkte geben, weil dann rufen die Leute trotzdem noch mehr für die an. Das stimmt. Das ist dann vielleicht ein klassischer Fall, ja. Warum die jetzt weitergekommen ist, weil ich habe heute Morgen noch kurz geguckt, also dass sich ganz viele aufgeregt haben, oh, die hätte rausfliegen müssen und die Lina halt nicht. Ja gut, für die haben aber die Leute angerufen. So einfach ist der Hase. Ja, jetzt weiß ich übrigens auch wieder schlagartig, was ich vorher sagen wollte, weil du hast vorher noch, und da das sage ich jetzt vielleicht, bevor ich dann zu meiner Einschätzung zu Ann-Kathrin auch noch komme, du hattest vorher noch über die Reichweite von Instagram gesprochen und dass das irgendwie welchen Einfluss das hat. Und ich sehe tatsächlich aus meiner Erfahrung, dass diese Instagram- oder Social-Media-Reichweite, wir hatten ja nochmal ein paar andere, die nochmal die Millionen hatten. Das hat keinen Einfluss, weil diese Leute... Nein, die Omi von da unten packen, die anruft. Die Leute, die Social-Media-Follower sind von diesen Leuten, die schauen kein Fernsehen. Die schauen sich wahrscheinlich dann den Tanz im Nachhinein irgendwo bei YouTube oder bei irgendeiner Plattform halt an oder schauen es auf dem eigenen Kanal an und sagen dann, oh, hast du ganz toll gemacht. Aber die schauen nicht am Abend die Sendung an, weil ja, ich kannte vorher auch keinen Affe auf dem Bike, also muss ich auch sagen. Aber ja, jetzt hat die mich schon, ich habe die jetzt kennengelernt, man verliebt sich in die Frau, weil die so ehrlich ist, die zeigt Gefühle, die zeigt Emotionen, die zeigt, dass das alles nicht so einfach ist und das catcht die Menschen da draußen. Ja. Aber es ist eben kein Garant dafür, nur weil jemand viele Hunderttausende von Follower hat, dass das einen schützt. Das bringt dir für Let's Dance nicht viel. Die Followerschaft von Let's Dance ruft auch für die Profis an. Das muss man auch sagen. Also ich weiß noch genau. Ja, das ist schon. Aber das ist am Anfang sehr, also das ist meine Theorie, sondern ich bin mir da eigentlich schon recht sicher. Das spielt am Anfang eine größere Rolle, aber diese Rolle. Ich wäre aber auch ohne den Erich nie so weit gekommen. Muss man, Doana hat dann immer aufgerufen, Leute, ruft an. Also ich hatte Doana im Hintergrund. Also, doch. Jein. Doch. Du bist auch weit und gekommen. Und ich weiß noch. Genau aus dem Grund, warum du heute auch hier sitzt, weil du einfach eine große Goschen hast, sagt man bei uns. Ja. Ach, naja, ich sitze mittlerweile mit dem Lambi beim Frühstück und wir mögen den zum Beispiel echt gerne, obwohl ich den während der Show echt... aber mittlerweile, mein Mann versteht sich super mit ihm. Wir waren jetzt auch mal essen im letzten Jahr. Und er hat meiner Ruby ein richtig schönes Kleidchen zur Geburt geschenkt. Das habe ich auch noch hier aufgebaut. Mensch, der Lambi hat also ein Herz. Heißt der das. Hat echt ein Herz, der Kerl. Also im Privaten ist das ein ganz anderer Mensch. Naja, man muss eins sagen. Also der Joachim nutzt natürlich diese Show extrem, um natürlich sich auch zu profilieren. Das komm, muss man und ganz einen klar, Bad ganz Guy muss es doch da geben. Ja, natürlich, natürlich. Und auch, man muss auch mal einen sagen, der dann ehrlich sagt, hier Mocki, du hast halt, und ich gehe wirklich wie ein Bauer, da hat er auch recht gehabt. In dem Moment hat mich das vielleicht verletzt, aber wenn ich mich heute so angucke, ich tue die Beine nicht übereinander, was soll er denn sagen? Wie auch immer, der liebe Lambi. Ich bin halt Läuferin. Genau. So weiter, wir kommen hier nicht durch die Sendung. Genau, Ann-Kathrin und Mika. Mit ihrem Tango. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Jury hier wieder mal nicht verstanden. Ich fand, das war Ann-Kathrins bester Tanz bisher. Ich fand, sie hat eigentlich eine schöne Stimmung kreiert. Ich habe ihr das teilweise auch abgekauft mit dem Tango und dieser Nähe und so. Die haben viel getanzt. Ja, ist ja auch immer so. Tanzt jemand nur 3 Schritte oder tanzt er wirklich den Tanz auch viel? Natürlich Fußpositionen, ja, haben wir am Anfang auch schon ein bisschen drüber geredet. Gibt's viele Kandidaten dieses Jahr, wo die Füße jetzt nicht so das herausragendste, sag ich mal, an der Tanzperformance waren. Und ja, sie wirkt sehr unselbstständig, ja. Aber das kennst du auch, ja. Also ich habe das Gefühl, wenn sie niemanden hat, der sie dann wirklich da mitnimmt oder so, dann müsste von meinem Gefühl auch ein bisschen mehr kommen bei ihr. Und Haltung
gab es ein paar Momente, da fand ich die ganz gut und dann aber halt auch wieder nicht. Und von der Jury gab es 4-4-3 und von mir gibt es aber auch 4, weil ich finde wirklich, sie hat es auch ordentlich gemacht. Aber 4 Punkte ist doch auch nix. Wie 4 Punkte ist nix? 4 Punkte ist genauso viel, wie Bion gekriegt hat und genauso viel, wie Katrin mit dem Mark bekommen hat. Okay. Also, was soll ich denn sonst geben? Ja, also ja, hör mal. Hör mal, wenn du mehr Punkte willst, dann müssen wir jetzt schon mal über das nächste Paar sprechen. Das und war zwar Bombe! Das war super! Stefano und der Maria mit dem Charleston. Der Knoten ist geplatzt, habe ich mir aufgeschrieben. Ich fand, der Knoten war vorher gar nicht da. Den hat er sich selber mit dem langsamen Walzer, hat er sich selber einmal komplett eingeknotet. Aber eins muss ich echt dazu sagen. Die Musik. Hä? Ich musste gerade mal, ich habe kein Taschentuch. Tempo hier, genau, kein Taschentuch hier. Ich musste gerade mal, wenn es mal wieder in der Nase kitzelt. Ja, der Halbmarathon dauert hier schon zu lang. Ja, das müssen wir schneller sein. Also die Musik, Leute, ich fand das furchtbar. Ey, wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte eine Woche lang zu diesem Lied trainieren müssen, dann hätte ich, glaube ich, wäre ich aus dem Fenster gehüpft. Echt? Also das war so ein Lied. Ich erinnere mich an ein Lied, das ich mit Lola hatte, auch ein Charleston. Da war ich auch kurz davor, irgendwie das Studio zu zerschlagen, bevor ich das Lied nochmal anmache oder so. Aber gut, können sie ja nichts dafür. Sucht sich ja keiner freiwillig aus, die Musik in dem Fall. Aber wie hat's dir gefallen? Ganz tolle Energie. Man wollte gar nicht aufhören zuzuschauen. Die haben einen mitgenommen, sie waren noch im Takt. Also ganz, ganz toll. Wenn man denkt, zu letzter Woche einen ganz anderen Stefano hat man da gesehen. Also richtig, richtig toll. Ja. Ja, letzte Woche hat man wirklich gesehen, so als hätte er sich vorher richtig in die Hose gemacht. Ja. Ja, und so hat er dann auch getanzt und natürlich dann komplett außer Takt. Aber diese Woche der Tanz war super für ihn. Er war da richtig cool drin. Ich fand auch, geile Stimmung, auch das cool rüber transportiert, was so ein bisschen storytechnisch das angeht. Er hat coole Twists gehabt. Das ist auch ähnlich, auch wie bei Jana, muss ich auch wirklich sagen. Die Jana, die auch wirklich gute Twists gehabt hat. Bei diesmal im Takt und er hat es auch durchgezogen. Also das ist auf alle Fälle super gewesen. Es gab so bei ihm so ein paar so Momente, wo die Füße irgendwie bisschen komisch waren. Er hat so Kicks gemacht zur Seite, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, so. Ich gucke gar nicht mehr auf die Füße. Ja, das verstehe ich, aber ich will ja trotzdem, wenn ich Punkte vergebe und ich Spoiler, er kriegt weniger Punkte als Jana von mir für den Charleston, dann muss ich auch sagen, warum. Das ist interessant, ja, genau. Ja, muss ich auch irgendwie sagen, warum das so ist. Und für mich war zum Beispiel so, und da muss er auch daran arbeiten. Und ich glaube, wenn er das schafft, dann ist das nochmal so ein richtiger Zünder, der nochmal oben drauf geht. Wenn er das schafft, seinen Oberkörper ein bisschen mehr in das Tanzen mit einzubinden, weil der Oberkörper bei ihm ist schon immer sehr fest. Und dadurch wirken viele Dinge, die einfach noch viel schöner wirken könnten, wirken nicht so. Und viele Dinge auch mit den Armen wirken nicht so, weil der Oberkörper noch relativ fest ist. Und ich muss sagen, da hat mich die Jana eben dieses Mal wirklich positiv überrascht. Also dementsprechend, aber ein geiler Tanz, wieder ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Das war wieder Pasta al dente. Ja, genau. Das war alles. Da war Arrabbiata drin, da war Carbonara drin. Da war aber auch ein bisschen schöne, gute Pizza drin. Da war alles drin, aber noch Luft nach oben, ein bisschen Luft nach oben. Von der Jury gab es 8-8-7 und von mir gibt es 7 Punkte, weil wie gesagt, ich fand Jana noch einen Ticken besser. Okay. So, und einen Ticken besser waren auch die Nächsten für mich, muss ich auch wirklich sagen. Die Sophia und der Alex mit ihrem Contemporary zu Toma a Casa, was an sich ein geiles Lied war.
wo ich jetzt aber auch nicht unbedingt selber hätte einen Contemporary drauf tanzen müssen. Nee, das war wieder so harte Musik. Also das war schon schwierig, da Weichheit reinzubringen. Ich habe auch mal die Kommentare auf Instagram gelesen, da haben die Leute sich auch beschwert, dass Sophia immer so starke, harte Musik bekommt und man will die ja auch gern mal weich sehen. Aber tolles Storytelling. Also ich habe das von Anfang an bis Ende, zumal ich mir jetzt einen Podcast auch von der Sophia angehört habe und mich bei ihr so wiederfinde. Also du kommst dahin als Powerfrau, du arbeitest mit deinen Muskeln und machst immer Krafttraining und sollst jetzt hier die weiche Tänzerin sein. Und bis jedes Mal immer, für mich war das auch immer ganz schwierig, wenn es darum ging, die Frauen schminken sich und die ist schöner und die ist weicher und dieses ganze Rumgezeter da bei Let's Dance und wer kriegt welches Kleid und du findest immer alle Frauen besser als du selber bist und wenn man eh schon so ein bisschen mit dem Selbstbewusstsein Probleme hat, ist diese Show sowas von anstrengend. Das ist hart, das stimmt. Das ist sehr hart, weil auch durch das Tanzen und die Nähe zu einer eigentlich am Anfang fremden Person wird man sehr aufgewühlt. Ja, man steht, ja, das stimmt. Und die macht sich wirklich richtig viel Gedanken und will mal was zeigen. Ich fand das auch ganz toll, weil ich mir einen Podcast von ihr angehört habe, wo sie dann auch noch sich bei den Menschen entschuldigt hat, weil sie spricht halt wirklich aus, dass man auf Instagram manchmal irgendwo was zeigt, bewirbt oder ich bewerbe ja auch nur noch Dinge, die ich absolut, ich will keinem Leuten mehr irgendeinen Käse erzählen, aber am Anfang so einer Karriere nimmst du ja hier das Geld mit, da das Geld mit. Ich finde, die Frau hat so eine, ja, ist ja so. Ja. Die hat eine so tolle Entwicklung gemacht, glaube ich, in den letzten Jahren auch, dass die erstmal geschafft hat, so lange wegzubleiben und dann hast du aber trotzdem dieses, du veränderst dich ja nicht von heute auf morgen, die hat trotzdem ihre Zweifel und dann begibst du dich in so ein Haifischbecken wie Let's Dance, wo auch diese Medien, also die kann ja gut, du machst ja hier deine Kamera an, kannst das Video löschen, wieder aus und da bist du weg. Da kannst du aber nicht das rote Licht ausschalten, du musst dann liefern, du bist da, dann kommentieren die Leute über dich und das stimmt. Und ja, das finde ich auch toll. Aber man muss auch dazu sagen, es wird ja auch keiner gezwungen, das zu machen. Ja, du bist aber dann irgendwann bist du da bei Let's Dance drin und kommst ja nicht mehr da raus aus der Nummer. Da musst du da durchziehen. So, du meinst, die haben dich mit einem Stück Käse gelockt und dann merkst du, verdammt, das ist ja eine Löwenhöhle. Fernsehen ist sowieso. Also Fernsehen ist nicht einfach. Nein. Also ich war da, das ist wirklich, du bist dann nachher auch wieder froh, wenn du liebst dann deine Laufwelt, dieses auch. Jetzt sage ich dir mal ganz ehrlich, beim Fernsehen weiß doch keiner, was du in Wirklichkeit geleistet hast in deinem normalen Leben. Ich war ja dann auch am Anfang total überrascht. Ja, Mocki, wer ist das? Und laufen, ist das schnell? Und beim Fernsehen musst du, du musst eigentlich auch eine Show machen, du musst drüber sein, du musst immer da sein, also das ist schon, und wenn du dann aber nicht bist, wenn du das nicht bist, dann bist du manchmal im Fernsehen auch ganz schnell verloren, also lost. Das stimmt. Bei mir gibt es auch immer noch Momente, wo ich mich dann echt lost fühle und frage, warum machst du das überhaupt, aber es ist auch wieder interessant und naja, aber jetzt komm mal wieder zurück. Ich fand's ganz toll. Ich habe eine ganz andere Sophia gesehen und einmal hatte ich sich mal kurz da oben, ein ganz kurzer Verhaspler, ist egal, die hat toll getanzt, schön. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so einzelne Fehler, die passieren, ist jetzt für mich kein Beinbruch oder so im wahrsten Sinne des Wortes, nee. Aber natürlich, wenn mehrere Fehler passieren und wenn es dann darum geht, ob ich dann 10 Punkte gebe, dann sage ich, weiß ich nicht. Gekriegt. Ja, nee, hat sie nicht gekriegt, das stimmt. Aber geht halt ich nur darum. Ich finde auch wieder generell. Lambi und das fand ich ganz toll vom Lambi, da der gesagt hat, weißt du, dann hast du selten vom Lambi, da der dann mal zu einer Frau, die jetzt nicht seiner Weichheit entspricht, da der gesagt hat, weißt du, ich finde deine Geschichte ganz toll und du bereicherst diese Sendung und ich glaube, da hat ihr richtig gut getan und das gibt der Aufwind für nächste Woche. Das war, wenn du das mal aus Lambis Mund hörst, was der da gesagt hat, das war toll. Ja, das hat so ein bisschen die anderen komischen Aktionen von ihm zumindest war wieder ein kleiner positiver Ding. Ja. Total toll. Ja. Also ich fand auch, es wurde ja immer so diese Weiblichkeit oder so, oder dass sie hat vielleicht selber nicht dieses Gefühl und das ist dann immer schwierig, auch für uns Profis, wenn eine Frau sich selbst nicht so sieht, dann ihr aber du
du siehst, und das ist auch frustrierend für uns, du siehst, sie kann es eigentlich. So, mhm. Nur sie glaubt nicht, dass sie es kann und sie glaubt nicht, mhm. dass sie es ist. Und dann ist es so schwer, einfach zu sagen, du machst es doch schon, du musst nur noch loslassen und dann wird's. Aber es ist halt leichter gesagt als getan. Genau, genau. Aber für mich hatte sie wirklich, sie hatte schon schöne Arme am Anfang. Ich fand auch die Inszenierung und die Choreo und so, das war stimmig für mich, hat auch gepasst ja. dann zu der Musik. Und für mich ist Contemporary immer ganz schwierig auch zu bewerten, ja, weil ja, das ist halt immer so eine Sache. Recht. Also entweder es catcht mich halt oder es catcht mich nicht. Ich weiß dann auch nicht, ob es da bei Contemporary ist so viel Musik, das ist noch mehr Musik als bei allen anderen Tänzen, ist da so entscheidend. Ja, wie gesagt, es gab ein paar so kleinere Holperer. Für mich, wie gesagt, auch von der Musik her schwierig gewesen, das so umzusetzen. Ich finde es ein toller Song, aber echt anspruchsvoll, das auch gut umzusetzen. Und von der Jury gab es 7, 6, 6 Punkte. Und von du gibst 6. Ich gebe auch 6 Punkte. Top. Ja. Ja. Gut, nächstes Zettelchen hier habe ich. Das nächste Zettelchen ist jetzt ein Zettelchen. Jetzt kommt wieder Bombe! Jetzt kommt yes. absolut Bombe! Jetzt kommt die geile Kelly-Sau. Entschuldigung. Das ist mein Lieblingssong vom letzten Jahr. Da habe ich 2 Reels drauf gedreht. Ich liebe das. Wir waren da letztes Jahr in Österreich. Ich habe da rauf und runter gehört. Italo Disco. Da. Total geil. Und der Kerl ist eine Rampensau. Du das merkst, stimmt. Der achtet gar nicht mehr auf die Schritte. Der liebt da tanzen. Da denke ich schon an dich. Der ist Wahnsinn. Wieder denkst du an mich? Doch, da denke ich auch, da habe ich gerade dich so vor Augen, wie du die Musik liebst und man macht die Augen zu und weiß die Schritte trotzdem total geil. Ich kann auch an andere Tänzer denken. Ich habe dich aber jetzt gerade vor Augen. Du das sitzt ist ja schön. Auch vor mir. Das, ja. Also im absolut. Übertragenen und Sinne. Und der Tanz war zu kurz. Auf einmal war der vorbei und ich hätte gern noch länger zugeschaut. Das stimmt. Definitiv. Ja. Also ich muss auch sagen, ich meine gut, ich habe schon mal mit einer anderen Kelly getanzt, mit Maite Kelly. Und daher kenne ich dieses Rampensau-Ding. Mhm. Maite war auch so. Die war eher so unsicher und so, ist das schon gut? Ist das schon aber gut? Aber Spot an, ja? Ab geht er da, Peter. Genau, und dann, ne? Und dann geht die Musik an und das Licht geht an und ich so, wo ist Maite? Bam! Ja. Da war die, ba, da, da, hat die richtig losgelegt und ich so, Maite, ich bin auch noch da, hallo. Ja. Das war so, am Anfang musste ich die dann erst wieder so ein bisschen einfangen. Ja, das sehe ich bei ihm auch. Ich glaube, das ist schon, er hat am Anfang gesagt, Kelly Fresse, kennst du eine, kennst du alle. Ja, aber anscheinend so, haben die so. Auch alle dieses Rampensau-Gehen, haben die ja, wahrscheinlich auch alle irgendwie drauf. Alle ja. Wille, alle ehrgeizig. Ja, und dann mit dem Ehrgeiz gepaart, diese tolle, positive Energie. Ja, mehr wollen die Leute in Freitagabend ja, lustig, nicht sehen. Lustig ist er auch noch. Ja, was will man alles mehr? Ja. Und jetzt... Mhm. Ja, also. Und der ist selbstbewusst hoch 10. Der sagt, Leute, ich war geil. Bis nächste Woche. Also, der weiß auch, was er kann. Finde ich dann auch so toll. Ich bin ja auch nicht so. Aber ich liebe Leute, die so, mein Mann ist ja genauso. Deswegen liebe ich den auch. Ich bin der geile Kai, obwohl er nicht der geilste ist. Aber ich liebe das. Das zieht einen an. Das ist schön. Ja. Der geile Kai ist nicht so geil. Also man muss dazu sagen, der Kai ist wirklich ein super Typ. Ja. Ich habe also einen tollen Mann. Ja, ja, ja ist ein toller Mann. Ja, ist ein ja. Toller da habe ich Glück gehabt, ne? Ja, ja ob jetzt... Du hast Glück ja. gehabt. Okay, ja. Ja, ja. Ich sag mal, im besten Fall haben beide Glück gehabt. Ja, so muss es ja. doch am besten sein. Ja. Ja, man findet sich ja immer zusammen. Aber jetzt, wir haben Glück gehabt, dass es den Gabriel und die Malika gibt mit ihrem Cha-Cha-Cha und dass es den Gabriel auch in dieser Show gibt, weil ich glaube, jetzt mal, um für mich das schon mal so ein bisschen spoilermäßig vorwegzunehmen, für mich ist er derjenige, der jetzt langsam aber sicher mir zeigt, wo der Hase hinhoppelt, ja, wer hier die Locken auf der Glatze hat. Wer die Hosen anhat. Wer die Hosen anhat, wer es vorgibt, wer der geile Hecht ich wollte schon sagen, der geile Hecht im Stall ist. Aber ich habe das Gefühl, der Hecht im Teich oder der Hengst im Stall. So muss es eigentlich sein, gell? Na, der Hahn im Stall, der richtige Hahn im Stall. Ja, wie auch immer, jetzt haben wir fast alle Tiere ist durch. Ja, ja. Die Anaconda. Ist, oh Gott.
Piranha! Die Piranha! Moggi, stopp! Schau mal, meine Hand geht hoch das erste Mal. So, stopp! Stopp! Also, rausschneiden, bitte. Ja, hier wird nichts geschnitten. Mach dir keine Illusion. Also, für mich, Gabriel, und warum ist es so cool, was er macht? Wir reden ja immer viel und auch ich über Takt und Rhythmus. Und Takt, im Takt zu tanzen heißt einfach nur, die Schläge zu treffen, sage ich mal auf ganz grob. Aber im Rhythmus zu tanzen und das zu einem Cha-Cha-Cha heißt, dass man die rhythmischen Akzentuierungen und Akzente, also die Höhen, Hohen und Tiefen Klänge, wo so eine Musik ja auch eine Dynamik mitbringt. Das läuft ja nicht nur düpp, 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 sondern in dem Cha-Cha-Cha ist ja ja, da läuft ja wirklich was ab. Die Musik hatte das jetzt nicht unbedingt, aber voll geile Musik. Ja, die Musik hat jetzt nicht unbedingt diesen Cha-Cha-Vibe. Ja, aber die Kunst ist ja, auch wenn die Musik nicht das ist, musst du dem Tanz ja gerecht werden. Und er hatte wirklich coole Aktionen. Er ist einer derjenigen, der nicht die Probleme mit seinen Füßen hat, sondern ganz im Gegenteil, wo er die Füße hingesetzt hat, da waren die super platziert, geile Check-Aktionen und auch Locksteps und nicht rumgehüpft beim Cha-Cha-Chassé-Geschichten. Und Arme tolle Wellen. Schöne ja, Welle. Das konnte Welle. Ich auch nicht. Also die Welle hat an dem Abend nur eine besser gemacht, aber zu der kommen wir gleich. Aber er hat es auch schon super gemacht. Tolle Stimmung bei ihm, wie immer. Zu bekritteln habe ich bei ihm auch. Er muss auch sein Gewicht noch weiter vorbekommen. Dann wird auch die Bewegung, die möglich ist, im Körper größer. Weil das, immer wenn man zu weit hinten steht, muss man sich brutal abmühen, damit man Bewegung aus dem Körper rausquetschen kann. Und da kann er einfach noch viel besser werden, indem er wirklich sein Gewicht nach vorne bringt. Und eine Sache, an die der Gabriel wirklich und die Malika vor allem mit ihm arbeiten muss, sie müssen seine Schultern ein bisschen weicher bekommen, weil der hat die ganze Zeit sehr feste Schultern, die auch immer vom Gefühl her ein bisschen weit oben waren. Und es macht ihn oben ein bisschen hart und steil. Schau dir das mal unter dem Gesichtspunkt, schau dir das mal nochmal an. Das war was mir zum Beispiel extrem aufgefallen ist. Ist euch allen da draußen auch aufgefallen, ne? Ja, klar. Naja, aber jetzt, wo der Polans euch das sagt, guckst dir nochmal an und dann wirst du feststellen, es wird wahrscheinlich so sein. Und das habe ich auch nicht nur jetzt in dem Cha-Cha-Cha, sondern auch im Gruppentanz, die ja dann noch kommen, habe ich das auch gesehen. Im Gruppentanz habe ich gar nichts gesehen. Da war wirklich nur kunterbuntes. Ja, da kommen wir aber gleich noch dazu. Das war ja Chaos da. Ja, nicht jetzt vorwegspringen. Ja, wir müssen, die Zeit. Wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben die Zeit, bis es fertig ist. So, von der Jury gab es 9,98 Punkte. Und ich sag dir das, es gab auch in diesem Tanz ganz kurze Vibes, wo ich mir gedacht habe, oh, da waren schon ein paar 10-Punkte-Momente drin. Aber eben nur Momente. Und deshalb für mich war das auch 9 Punkte. War schon in die absolut richtige Richtung. Aber ganz kurze Anmerkung, ich finde da gut, dass diesmal die Jury nicht für direkt von Anfang an, also ich meine, in unserer Staffel wurden schon viel früher die 10er-Kellen gehoben. Also ich finde da ja, gut, man muss sagen, wir hatten ja in unserer Staffel war ja auch hier Valentin Ella. Zusammen mit Ella endlich. Genau. Ja, und also ich muss eins mal sagen, also wenn jemand tänzerische Vorerfahrung hatte, wo ich sage, das war vielleicht schon fast ein bisschen, geht in eine unfaire Richtung, dann wäre das jetzt für mich Ella gewesen, weil die hat ja wirklich so Jazz. Ja, wenn die schon Ballett und die ist, ja. Und jetzt nicht nur so, weißt du, eine Silla hat auch mal Ballett gemacht, aber das war halt Kinderballett und sowas, ja. Also das ist halt nicht auf diesem Level. Aber nichtsdestotrotz, sie hat ja auch nicht gewonnen, der Pommes hat ja gewonnen. Ne, das stimmt wohl, ja. Deshalb war der Pommes auch bei mir im Podcast, weil er gewonnen hat, ja. Ja. Nein, aber was habe ich hier zu suchen? Du hast die große Klappe, ja. und weil ich dich einfach gern mag, Mocki. Ja, ich das dich muss ich auch immer sagen. Ja, das ist ja auch ein und weil ich für ein Apfel und Ei komme und hier mitmache, ne? Ja, ist logisch. Ist doch logisch. Alles also, gut. 9,98 von mir die 9, fand super. Und yes. Jetzt kommen wir zur Miss
Mrs. Body Wave. Ja? Und zu deinen Lieblingshosen. Ich liebe die Hosen übrigens. Die Samba-Hose war wieder am Start. Voll geil. Logisch, dass der Massimo seiner Frau, in dem Fall seiner Promi-Dame, auch die Samba-Hose wieder anlegt. Und Massimo. Beide Samba. Hatten so tolle Energie. Der Massimo konnte sich endlich mal austoben, sie austoben. Ich habe dann auch noch hier so ein bisschen mitgetanzt. Da hat der Kai gesagt, setz dich wieder hin, geht so. Genauso scheiße hast du bei Let's Dance auch getanzt. Ich hatte ja nie eine Samba. Ich fand's toll. So geile Hüfte, super Hose, tolle Energie. Mehr habe ich nicht zu sagen. Das ist doch mal ein gutes Fazit. Also ich fand, muss auch sagen, ich mag ihr Gesicht sehr, wenn sie tanzt. Sie hat ja das so ein bisschen im Einspieler so angekrittelt, dass sie so einen Tick hat mit ihrem Kiefer oder so. Den habe ich da jetzt nicht gesehen bei der Samba zumindest. Ich auch nicht. Wie gesagt, was sie echt gut kann, ist mit ihrem Oberkörper das Ganze, diese Waves und so. Das fand ich wirklich cool. Da ist sie die Königin der Waves auf alle Fälle. Sie hat auch eine gute Power gehabt zusammen mit Massimo, fand ich auch cool. Ich fand ihre Armpositionen wirklich ganz gut. Jetzt kommen wir zu den negativen Dingen, die ich halt auch ansprechen muss, ja, weil ich sage ja zu jedem auch meine die positiven und die negativen Dinge. Sie ist eine von denjenigen, weil sie hat im Körper eigentlich schon viel, was es brauchen würde, aber das fehlende Benutzen der Füße führt einfach immer dazu, dass Bewegung nicht von unten, vom Boden entstehen kann und in den Körper gehen kann. Das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, aber wir stehen alle auf dem Boden. Das heißt, Tanzen ist was du mit deinen Füßen auf dem Boden machst. Und wenn die Füße quasi sehr inaktiv sind, dann wird es dir immer schwer fallen, die Dynamik von so einem Tanz umzusetzen, weil du brauchst einfach die ganze Power von der Zehenspitze über die Fußgelenke zum Abdrücken. Das ist wie, wenn du einen Start hast, wenn du am Startblock stehst beim 100-Meter-Lauf und du nutzt nicht diesen Startblock und auch den Druck aus den Füßen raus in dem Moment, wo es losgeht, dann hast du das einfach, dann wirst du das Ding nicht gewinnen, wenn du diese explosiven Momente auch nicht hast. Und das fehlt natürlich, wenn die Füße immer relativ platt sind. Und beim Tanz wie Samba, wo du eben auch noch dieses Heben und Senken hast, das Bouncen, und da die Fußgelenke nicht mitmachen, dann wirkt es so ein bisschen, ich sage immer, das ist ein bisschen zu slapstickhaft für mich. Das heißt, weil ich will in Samba, will ich zwar sehen, dass sich die Knie sich vor und zurück bewegen, dass die Fußgelenke arbeiten, dass das Becken mitschwingt, aber ich will nicht nur den Kopf sehen, der immer das macht. Das will ich eigentlich nicht sehen, weil das soll ja dann im Körper, eigentlich in der Körperbewegung abgefangen werden und nicht einfach nur hoppel, hoppel das Häschen. So schlimm war es jetzt bei Lulu nicht, nicht falsch verstehen, aber das muss auf alle Fälle noch besser werden und sie ist eine große Frau auch. Das heißt, auch bei ihr ist es mit dem Gewicht, fällt noch mal mehr negativ sozusagen, ist einfach noch mal viel schlimmer bei ihr, weil sie groß ist und lange Beine hat und wenn das Gewicht zu weit hinten ist, dann wirkt das, kann das, wenn man nicht aufpasst, so ein bisschen stachsig wirken. Und da muss sie einfach aufpassen. Das war nicht so schlimm, aber das sind die Dinge, da muss sie jetzt wirklich in die Pötte kommen, wenn sie von Jana meiner Meinung nach nicht jetzt wirklich überholt werden will. Also sie galt ja so ein bisschen bisher als die Top-Dame, aber im Moment hat für mich Jana da die Nase vorne. Von der Jury gab es 7, 6, 6 Punkte und von mir, na Mocki, was gebe ich? 6. Genau. Siehste. Ja, eigentlich könntest du für mich bewerten. Ja, top. So, und dann kommen wir schon zum letzten Kandidaten. Oh. Ja, leider. Es tut mir wirklich, also das ist schwierig, über die beiden zu reden dieses Mal. Toni und Nastja mit ihrer Rumba zu Cose della Vita. Ja, aber leider. Chris, findest du nicht schwierig, wenn man nach so einem Rambazamba-Tanz auf so einen langsamen kommt, findest du das nicht eh schwierig, schon allein für den Zuschauer? Tanzen ist schwierig, was soll ich dir jetzt sagen? Es ist alles schwierig. Also der Toni ist für mich, ich liebe dem seine Matzen und das hast du auch schon öfters angesprochen, wie wichtig eine Matz ist. Ja. Der Kerl, also Matz, der catcht ist das Filmchen vor dem Tanz. Genau, und da wurde mir auch mal gesagt, können wir nicht heute mal die Story erzählen und das erzählen? Okay, dann erzählen wir das mal. Mein Mann konnte nachher dann mein ganzes Zeug nicht mehr ertragen. Der sagt, er könnte nicht mal was Fröhliches erzählen, als immer nur irgendwas Trauriges. Ich finde den Toni ganz toll, ganz tolles Storytelling. Der,
Der nimmt so viele Menschen mit. Ich fand das halt sogar toll. Weil das jetzt eine Rumba war, wo der jetzt nicht nur da rumgestanden hat und die Dame von links nach rechts getanzt ist um den Rum. Also für eine Rumba hat er viel gemacht. Tja, und dann nachher habe ich dann gehört, dass das gar nicht so toll war. Da war ich selbst überrascht, weil da hatte ich echt keine Ahnung von. Ich habe auch nie eine Rumba getanzt. Aber ich erkläre dir jetzt. Jetzt erklärst du mir das mal. Warum die Rumba nicht so toll war. Ja, dafür hast du ja mich, Mocki. Ich sag dir jetzt, also zum einen, was ich bei Toni mag, bis jetzt immer, ich habe auch nie das Gefühl, da ist mit dem Takt irgendwie was im Argen. Das heißt, der ist mit der Musik, finde ich, ist immer drin. Ich habe von ihm auch wieder viel Tanzen bekommen. Rumba ist für einen Mann immer ein bisschen schwierig, weil die Rolle des Mannes bei Rumba immer eher zentral ist. Vor allem, sage ich mal, bis zu einem gewissen Level. Natürlich auf einem Profi-Level ist es nicht mehr ganz so, aber bis dahin ist es schon eher so, dass der Mann sehr stationär ist. Und ich finde, er hat auch sehr klare Aktionen getanzt. Aber er hat für mich jetzt dieses Mal schon sehr vorsichtig gewirkt. Das hat so ausgeschaut, so, oh, jetzt Schritt vorwärts oder rückwärts. Und auch hier, da hat man es jetzt ein bisschen gesehen, die Fußbenutzung, wenn du das zum Beispiel, Cha-Cha-Cha und Rumba haben eine ähnliche Fußbenutzung, nur Cha-Cha-Cha ist halt ein bisschen schneller. Und da hat man jetzt zum Gabriel halt schon wieder deutlich gesehen, Gabriel hat die Füße benutzt, die waren dann gestreckt zum Schluss, wenn er von einem Bein zum anderen gegangen ist. Und das sind so Dinge, da siehst du halt, da war ein bisschen mehr Power drin und da kommt ultimativ dann auch Körperbewegung her. Und da muss ich sagen, da war bei Toni halt leider ein bisschen tote Hose, was die Körperbewegung trifft. Okay. Da war nicht viel zu holen. Das war, und er ist halt auch so ein zartes Bürschchen. Ja, der ist ja auch nur so ein kleiner Strich in der Landschaft. Und da hat sich echt nicht viel bewegt in diesem Tanz. Leider, weil ich glaube, er hat schon das Potenzial. Also das ist dann für mich trotzdem auch der Wermutstropfen. Er hat das Potenzial. Da ist nicht gut, noch mehr man kann aber auch mal einen schlechten Tag haben. Also auch mal war halt jetzt auch nicht sein Tanz. Ja. Ich finde sowieso, dass diese Staffel echt hier, da ist gar nicht alles so vorprophezeit. Da hat einer mal einen schlechten oder mal einen, weißt du so. Ja. Also ich finde echt so Spannung. Und du denkst ja eigentlich beim letzten Tanz, oh, da kommt jetzt der geilste Tanz. Denkt man ja immer, da kommt jetzt der geilste Tanz, die höchsten Punkte. Und ja, dann auf einmal... Genau. Die höchsten Punkte kommen immer zum Schluss. Also das ist, und das ist eigentlich die deswegen die Regel. Will man ja nie am Anfang tanzen. Das war ja schon von Anfang an meine Frage. Warum will man nicht unbedingt am Anfang eine Show beginnen? Also die Highlights kommen ja dann doch am Schluss, damit die Leute stimmt. noch tanzen. Die sind schon auch gesprenkelt, weil du brauchst ja auch zwischendurch mal die Momente, wo die Leute da die wieder... die Leute noch wach bleiben. Genau, damit die Leute wach bleiben, damit die sich dann auch kontinuierlich darauf freuen. Aber... Ja, also es war auch Tonis Tanz nicht, aber um die beiden habe ich mir jetzt aber auch so keine Sorgen gemacht, trotzdem, dass es nicht sein bester Tanz war, weil die beiden sind einfach halt toll, super goldig zusammen. Es macht einfach Spaß. Er hat eine tolle Geschichte, ist ein witziger Kerl. Von der Jury gab es 5 von 4 Punkte und von mir gibt es hier auch 5 Punkte. Yes. Ja? Yes. Hätte er besser machen können, war aber auch nicht schlecht. So. Hätte Fahrradkette. Hätte Fahrradkette. Und jetzt nächste kommen wir zu. Nächste Woche. Übernächste. Ah, ja, stimmt. Karfreitag. Ja. Aber ist nicht so schlimm. So, das Battle. Also, es war ja quasi anstelle Boys versus Girls. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, was soll ich sagen? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ja. Nee, da wollte man irgendwie, weißt du was, da hat sich dann, die haben sich alle da selbst gefeiert. Die haben, glaube ich, vergessen, dass sie noch im Fernsehen sind. Und also, dass es vielleicht die eine gemeinsame Choreo sein sollte oder so, keine Ahnung. Also das war Chaos. Ich habe da überhaupt nichts erkannt. Ich habe einmal in der Gruppe den Detlef halt, wie gesagt, total präsent gesehen. Dann ist mir aber auch die Ann-Kathrin positiv aufgefallen. Also man konnte ganz schlecht irgendwelche Leute, und die Lina hat auch super getanzt. Das war mir da auch noch aufgefallen. Mehr ist mir, ich habe gedacht, Tobabo. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die sind mir jetzt nicht so aufgefallen. Der Detlef ist mir einmal positiv aufgefallen. Da, bei da seinem, hab ich die anderen gar nicht mehr gesehen. Bei seinem Solo-Part. Ja. Ansonsten ist mir tatsächlich am positivsten die Jana aufgefallen. Weil ich fand, die hat sich, glaube ich, kein einziges Mal vertanzt zu dem, was ich glaube, was die Choreo hätte sein sollen. Die war super souverän, die war voll drin. Die hat von Anfang bis Ende Gas gegeben, hat alles super ordentlich ausgeschaut. Also für mich war
Jana sozusagen der Gewinner des Battles. Ja, ich wusste jetzt gar nicht, wo man hingucken sollte. Ja, ne? Mir war schwierig. Also ich finde das auch so ein Füller immer. Ich weiß gar nicht, ob man das unbedingt haben muss, aber. Nee, das aber ja die Zeit muss ja gefüllt werden, ja, mit irgendwas. Ja. Und man kann auch die Sendung mal ein bisschen früher beenden. Ja, da kommt man auch früher ins Bett und wäre heute nicht so müde. Ja, oh, du Arme. Ja. Also, wenn ich mal einen konstruktiven Vorschlag dazu machen würde, ich würde mir vielleicht wünschen, tatsächlich, dass beide Gruppen, also es ist ja schon besser wie ganz früher, wo es zwei ganz unterschiedliche Tänze waren, jetzt sind es zumindest auch mit unterschiedlichen Musiken, jetzt ist es zumindest schon mal die gleiche Musik sozusagen, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, damit man da irgendwas sehen kann. Alle die gleichen Schritte. Das, oder zumindest ein Teil dabei ist, wo alle die gleichen Schritte tanzen. Stimmt. Weil ansonsten ist es einfach nur, wie du sagst, es ist ein Lückenfüller, wo man gar nichts draus machen kann, wo man im schlimmsten Fall irgendjemanden dann zu noch verdammt, dann nochmal nach hinten zu rutschen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob es die Lina nochmal einen Platz gekostet hat oder nicht. Ich hatte aber diesmal das Gefühl, dass die vielleicht auch schon wussten, also es waren in der Gruppe, die dann gewonnen hat, mehr die Leute drin, die eh niedrige Punkte hatten. Ich weiß nicht, ob dir da Nicht. Ja, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, aber sowas kann halt im Zweifel dann bei noch meinem mal dazu Rauswurf, führen. Ja. Ich hatte ja einen Scheiß, was hatte ich, wo ich rausgeflogen bin? Paso? Ein Paso Doble. Und boah, dann krass! Boah, das Orakel 2019. Was hat die Mocky, als hier rausgefallen ist? Hier, meine Sandalen. Ja, da weiß ich auch noch, da habe ich mich vor dem Tanz, da wollte ich, dachte ich, ehrlich, können wir nochmal üben. Nee, Mocky, ich will jetzt nicht mehr üben. Ich kann nicht mehr. Also der konnte auch nicht mehr. Der Erich war fix und fertig. Ich wollte ja 10-mal noch üben. Ja. Und dann hatten wir noch hier unseren Lustikus-Tanz mit der Evelyn Pocher. Und ja, da konntest du halt einfach auch. Dann war ich direkt ganz unten und dann war Mocky, tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Ja, aber, also wie gesagt, dann hat es auch gereicht. Ja, dann hat es auch gereicht. Und weil es hat mir auch von dem Battle gereicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war dann auch okay. Gestern? Ja das oder, war dann, also ja. Ich muss sagen, die Shows sind schon das am Anfang echt lang. Das ist echt lang und dann dachte ich das mir, dieses Battle. Das Battle hört auch gar nicht auf. Ich dachte immer, wie oft kommen die denn nochmal wieder zurück und nochmal und dann war nachher total Eskalation. Ich habe gar nichts mehr verstanden. Darf man ja nicht sagen. Ich fand's witzig. Ich habe das auch so gesehen. Ich habe mir währenddessen auch gedacht, genau das. Ich weiß nicht, ob es der Daniel gesagt hat oder irgendwer, war totale Anarchie. Es war aber schon auf der Fläche während dem Battle, habe ich mir schon Anarchie gedacht, ja. Und dann war noch die totale Eskalation. Aber jetzt wissen die Leute mal, wie es hinter den Kulissen teilweise abgeht, wenn die sich da auch auf der Let's Dance Tour feiern. Ey, da geht das ab wie Schmitz Katze. Ja, wir Tänzer wissen schon, wie man feiern kann, gell? Ja. Aber eine Sache muss ich noch zum Abschluss wirklich sagen. Und zwar, ich habe es bis jetzt noch nicht gewürdigt, aber der Daniel, wie geil macht er das immer noch? Ich muss wirklich sagen, wie der diese Situation teilweise abfängt, wie er auch wieder coole Situationen einfach hier auch erzeugt hat, ja, die Sprüche. Ja. Und ich weiß, natürlich gibt's auch Dinge, die vorgeschrieben sind von seinen Moderationen oder die er sich schon vorher überlegt. Aber ich weiß auch, wie viel auch im Moment bei ihm rauskommt. Und da zeigt sich einfach seine Klasse. Unglaubliche Klasse, auch seine Erfahrung aus dem Radio wieder, ja, und das muss ich sagen, einfach hammergeil, Daniel. Stimmt. Ich war ja ein sehr großer Kritiker von Daniel ganz am Anfang. Ja? Ja, okay. Ich fand, am Anfang hat er das echt beschissen gemacht. Wer war denn an seiner Stelle da am Anfang? Da habe ich letztens er hat natürlich geguckt. Harpe Kerkeling, das Erbe von Harpe Kerkeling geerbt und der Daniel kam eher da aus der Ecke noch, wo er so super, Deutschland sucht den Superstar, super Talent und sowas gemacht hat. Und da war es halt eher so dieses Schnippische und das Let's Dance hat halt schon auch ein bisschen was von mehr Klasse und so ein bisschen auch, da sind ja gestandene Menschen, die in anderen Teilen des Lebens auch schon sehr erfolgreich waren. Die so, nicht und da hat er nämlich Respekt vor den Menschen. Und den, da hat er Respekt, aber das war am Anfang, hat es nicht so gewirkt. Da waren viele Witze noch deplatziert, meiner Meinung nach. Mhm. Aber
das weiß er auch selber. Ich glaube, da haben wir auch mal drüber gesprochen oder so, dass er auch selber gesagt hat, muss er schon erst so ein bisschen reinfinden. Aber er ist. Ja, aber Vicky kannst du auch nicht mehr, finde ich, da wegdenken. Was hat die am Anfang Shitstorm bekommen? Die Victoria. Was hat die noch am Anfang zu 2019 zu unserer Sendung auch noch einen Shitstorm bekommen? Und jetzt ist die, ich finde, die macht das super. Die weiß genau, wann sie mal aufhört und wieder jemanden zu Wort kommen lässt. Ja, man muss auch eins sagen, es vergessen manchmal die Leute, wenn man da zuschaut. Alle haben ja auch, ja, so wie ich jetzt hier den Knüppel im Ohr habe, haben die ja auch ihre direkte Verbindung zur Regie. Und die sieht eigentlich auch schöner aus. Ich hier mit meinen dicken Kopfhörern. Ja, fällt mir jetzt sie ist trotzdem top aus, Mocky. Sie ist trotzdem top aus. Geht. Aber was ich sagen wollte ist, dass die Vicky hat einfach auch sehr wenig Spielraum. Dieser Posten da oben, ich sage immer im Krähennest, also in der Profi-Promi-Lounge, ist einfach schwierig, weil das ist zeitlich begrenzt. Und dann heißt es vielleicht noch, oh, jetzt ganz schnell zum Ding überleiten und so. Und dann weißt du schon gar nicht, dann musst du vielleicht, hättest du noch irgendwie was sagen wollen, fragen wollen, oder musst du überleiten zu der Wertung, weil die Zeit davon läuft oder so. Und das müssen die Leute einfach immer auch im Kopf haben, wenn sie vielleicht manchmal irgendwie kritisch da sind mit dieser Rolle. Da hat der Daniel ein mehr Spielraum natürlich, weil er da auch mehr Zeit für die Dinge hat, unten den Talk. Und oben heißt dann plötzlich, alles kürzen, und dann so, ja, was machst du dann? Also das muss man einfach bei aller Fairness auch dazu sagen. Und was ich ganz toll an ihr finde, die kommt ja aus einer Dynastie, also die bräuchte sich ja eigentlich, wo man immer denkt, hier die Schönen und Reichen bleiben unter sich und die Frau geht auf alle. Ja, könnte man jetzt zu sagen, hat sie aber auch jetzt bei ihrem neuen Lebensgefährten, hat sich das schon ein bisschen bewahrheitet. Ja, das ist ja nicht schlimm, aber die geht auf jeden zu. Die das hat stimmt. keine. Vicky ist die, eine ganz liebe. Die hebt sich über niemanden. Also die ist wie das Mädchen von nebenan. Also auf jeden Fall so, wie ich sie kennengelernt habe. Die hat, als wir geheiratet haben, hat sie ihre Bilder von ihrer Hochzeit, also von ihrer ersten Hochzeit gezeigt. Die zweite gibt es ja noch nicht. Und das war schön. Und dann hat sie davon erzählt. Und wie eigentlich wie eine Freundin dann so. Das war dann abends im Hotel immer richtig nett mit ihr. Also muss man sagen. So, mit diesem Schwenk. Partys gibt, ja. Was? Okay, nee, komm. Ich schaff's immer noch, die Show zu beenden. Ja. Aftershow-Partys gibt es doch gar keine mehr, oder? Nee, leider nicht mehr. Corona hat dann ein jähes Ende für die Aftershow-Partys. Sehr schade. Findet dann im Savoy statt noch, die Sauferei. Ja, aber das ist schon anders, weil du hast natürlich, man hat bei der Aftershow-Party dann, es gab halt auch Musik zum Tanzen und man konnte sich halt so ein bisschen, ich sage mal, so ein bisschen abreagieren dann so nach der ganzen Woche, haben alle miteinander getanzt. Das war auch nochmal so ein Abschluss, finde ich. Dann hat man so, egal wie es gelaufen ist, Schwamm drüber, jetzt wird Party gemacht und dann geht's weiter. War zwar dann auch am Samstag immer hart, aber so, also ich muss sagen, 2019 war nochmal ein Jahr, da haben wir es schon nochmal ein bisschen krachen lassen, finde ich. Ja, also da kann ich mich an einige Nächte erinnern, die sehr lang gegangen sind. Und 2017 war auch ein krasses Jahr. Das war damals mit Vanessa Mai und Faisal Kawusi und die ganzen Konsorten. Das war auch nochmal richtig, ja, war crazy. Aber crazy ist, dass wir es jetzt tatsächlich geschafft haben. Mocky, ich sag vielen Dank. Wie viele Minuten haben wir denn? Bisschen zu lang geworden, ne? Bisschen zu lang geworden, aber es war mir vorher schon klar. Ich hab's versucht, aber es war nicht wirklich. Leute, ich hab's versucht. Finde, glaub's mir wirklich. Ihr habt eure Hausarbeit gemacht, ihr habt fertig gebügelt, ihr lieben Frauen da draußen. Also, ja, nächste. Und Männer hören sich das eh nicht an. Machst du eigentlich nächste Woche einen Podcast dann? Lasst euch überraschen. Hey Lieben, wenn es euch gefällt, wenn euch dieser Podcast auch in Videoform gut gefällt, dann würde ich mich riesig über ein Abo eurerseits freuen. Lasst ein Like da, kommentiert, sagt uns, was wir besser machen können, was euch gefallen hat, welche Fragen ihr habt und klickt die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt.